Ja, einen herzlichen guten Morgen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, hunderte Menschen vor der UNO-City zu versammeln, um es lebensecht gestalten zu lassen, damit die Leute möglichst schwer hereinkommen. Das ist die Realität des Lebens. Zweiter Tag. Wir starten in den Tag noch mit einer Einstiegspräsentation der österreichischen UNO-Delegierten Julia Reiner. Und die wird euch jetzt in einer Viertelstunde etwas über ihre Funktion, ihre Rolle erzählen. Und danach starten wir in die Simulation. Genau. Gut. Bitte, Julia. Herzlich willkommen. Hallo und guten Morgen. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich wurde ja schon ein bisschen vorgestellt. Mein Name ist Julia. Es ist mir gar nicht so unbekannt, was ihr da eigentlich gerade tut, weil vor einem Jahr saß ich genau hier als Marshall Islands und habe auch mitgemacht bei der Simulation. Und jetzt werde ich euch ein bisschen erzählen, was ich sozusagen gemacht habe das letzte Jahr, weil ich bin die diesjährige UNO-Jugenddelegierte und bin erst vor einer Woche aus New York zurückgekommen. Also, warum gibt es Jugenddelegierten und was macht man da? Es geht darum, dass junge Leute bei der UNO partizipieren können, eingebunden werden in gewisse Entscheidungsprozesse, vor allem was die Jugendresolution betrifft, eben weil wir Zivilgesellschaft sind, dass wir eingebunden werden. Natürlich ist es persönlich gesehen auch die Chance, praktische Erfahrungen zu sammeln. Und es gibt eben weltweit ca. 40 Youth Delegates, was auf die Mitgliedstaaten gesehen natürlich nicht sehr viel ist, vor allem weil der globale Süden sehr unterrepräsentiert ist. Und das ist etwas, was wir immer kritisieren, dass es hauptsächlich europäische Jugenddelegierte gibt. Aber sozusagen das Problem unter Anführungszeichen ist, dass diese Programme national gestaltet werden und von den nationalen Ministerien abhängig sind. Und deswegen kommt es eben auch, manchmal ist es eben finanzieller Natur auch, dass einige Länder keine Jugenddelegierten stellen können. Ja, was mache ich eigentlich so? Also ich bin seit April Jugenddelegierte und es gibt sozusagen mehrere Bereiche, in denen ich tätig war. Einerseits in Österreich habe ich eine Tour durchs Land gemacht im September und habe dort Jugendorganisationen, Schulklassen, NGOs getroffen, mich ausgetauscht. Das war wahnsinnig spannend und sehr wichtig für mich, um auch irgendwie mehr die Legitimierung zu haben beziehungsweise zu wissen, was die jungen Leute in unserem Land interessiert und was ich eigentlich überhaupt in der UNO vertreten soll. Dann gibt es Reisen. Einerseits zu Jugendkonferenzen, dann gibt es ein Vernetzungstreffen, gab es in Brüssel dieses Jahr mit den europäischen Jugenddelegierten, die eben den Hauptfaktor ausmachen eigentlich. Dann Kooperation mit verschiedenen Organisationen und Entscheidungsträgern. Und dann natürlich das Monat in New York. Und da bin ich eben vor einer Woche zurückgekommen. Da geht es eben, man ist in der UNO am Headquarter quasi, Zusammenarbeit mit den Delegierten, mit den Jugenddelegierten, mit UN-Institutionen. Man trifft den Generalsekretär und es ist aber auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel für den Kurier gebloggt, aber es gibt auch einen eigenen Jugenddelegierten-Blog, eine Facebook-Seite, Twitter. Also irgendwann wird man schon ein bisschen wahnsinnig mit dem ganzen verschiedenen Kanälen. Aber es ist sehr spannend, vor allem, weil wir uns eben als Schnittstelle sehen zwischen der UNO und den jungen Leuten, um auch ein bisschen die Prozesse runterzubrechen. Ja, und Veranstaltungen organisieren kann dazugehören, wenn man das möchte. Und ich habe das dieses Jahr auch gemacht. Also sozusagen bin ich eben diese Verbindungsstelle und habe eigentlich sehr viele Rollen, irgendwie Reporter, Aktivist, Diplomat. Es ist eigentlich sehr viel in einem. Was habe ich bisher gemacht? Ich habe schon ein bisschen angesprochen. Einerseits eben Pressearbeit, hier bei einer Pressekonferenz mit der Familienministerin. Dann unten eben das, ich kann auch pointen, hup, nein. Hier das Treffen mit den Jugenddelegierten in Brüssel und eben eine Konsum-Nachhaltigkeitskonferenz in Bonn.
Dann habe ich mir noch eine Aktion ausgedacht, die ich durch Österreich mitgenommen habe. Das war quasi der Zukunftskoffer. Ich habe einen Koffer gestaltet, in dem ich Statements gesammelt habe von jungen Leuten, was sie sich wünschen für das Jahr 2030, bewusst 2030, weil eben auch jetzt auch mit dem Beginn der Sustainable Development Goals wieder so ein 15-Jahre-Zyklus angestrebt wird. Und da habe ich sehr spannende Statements erhalten und konnte die dann auch in New York übergeben. Es sind über 120 zusammengekommen. Hier noch ein paar Eindrücke von meiner Österreich-Tour. Ich war in Schulklassen in einem Zentrum für minderjährige Flüchtlinge. Ich bin ein bisschen in die Freiwilligenorganisation mehr oder weniger freiwillig reingekracht in Kärnten, weil da eine Notfallsituation war. Und ja, das alles hat sich war eine sehr intensive, aber spannende Erfahrung. New York. Also das ist natürlich das, wie man quasi die UNO kennt, aber man blickt auch ein bisschen hinter die Fassaden dieser eindrucksvollen, auch glitzernden Welt irgendwo. Man trifft den Generalsekretär, das ist alles irgendwie natürlich sehr schön und aufregend, aber mir ging es mehr um, also meine Rede war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Jeder Jugenddelegierte darf eine Rede halten und Österreich hat quasi das Glück, dass die gesamte Redezeit den Jugenddelegierten übergeben wird. Und ich habe die den Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit gewidmet und habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Und ich habe auch schon erwähnt, dass ich ein Event organisiert habe. Da ging es auch um das Thema, nämlich wir haben es Silent Heroes genannt und es war eine Kooperation zwischen den Bulgaren, den Deutschen, den Niederländern und den Belgiern und haben uns da irgendwie mit verschiedenen freiwilligen Arbeiten in unseren Ländern auseinandergesetzt, weil wir das besonders spannend waren und haben da eben dann auch eine Facebook-Seite mit Silent Heroes sozusagen eröffnet und das läuft eigentlich bis jetzt ganz gut und wird auch weitergeführt. Dann habe ich eben die Rede gehalten im dritten Komitee. Das dritte Komitee ist für Menschenrechte zuständig und ist quasi der traditionelle Ort, wo die Jugenddelegierten zu Wort kommen. Ja, wie sieht es jetzt aus, Jugend bei der UNO? Natürlich kommt der Spaß auch nicht zu kurz. Ich war mit 40 Jugenddelegierten so viel wie eigentlich nie zuvor zusammen. Das, was ihr hier jetzt seht, ist mein finnischer Kollege in seinem indigenen Sami-Outfit, der alle begeistert hat durchgehend. Und ja, es ist eine wahnsinnig intensive Erfahrung hier unten mit dem Envoy, Special Envoy for Youth, dem ich dann auch meine Statements übergeben konnte. Und ja, es ist irgendwie auch dieser Austausch, der besonders wichtig ist, sich irgendwie von seinen nationalen Initiativen erzählen zu können, wahnsinnig inspirierende Leute kennenzulernen, einfach mittendrin zu sein und auch mehr Hoffnung und Inspiration für die Arbeit zu Hause auch zu bekommen, denn alle jungen Leute, die dort sind, sind auch so wie ihr sehr engagiert und man kann immer voneinander lernen. Ja, wie ist das jetzt, was ist dieses Projekt oder wie kann man sich dafür bewerben? Also Details ist mal, es ist halt angelegt für ein Jahr, mehr oder weniger durchgehend. Es ist eben dieser eine Monat in New York, der sehr intensiv ist. Es ist eine freiwillige Position, das muss man sich auch bewusst sein. Also ich bereue natürlich nicht, dass ich es gemacht habe, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es auch sehr viel Arbeit ist, aber es ist extrem spannend und die Reiseausgaben werden natürlich alle erstattet. Es ist sehr viel Raum für eigene Projekte, ihr habt das jetzt schon gesehen ein bisschen. Ich habe mich da auch ein bisschen verwirklicht in verschiedene Ecken, wo auch meine Leidenschaft oder mein Interesse hingegangen ist. Und man kann eben seine Prioritäten setzen. Es ist dadurch, dass der freie Raum ist, ist alles oder nichts möglich, aber meistens eher alles. Ja, und deswegen kann ich nur ganz euch ans Herz legen, wen das interessiert. Es ist jedes Jahr wird das ausgeschrieben von der Bundesjugendvertretung und ausgewählt. Ich kann euch nur bestärken, dass ihr euch bewerbt, weil, wie gesagt, ich saß vor einem Jahr hier, habe mir diese Präsentation angehört, habe mir gedacht, warum nicht, habe mich beworben und jetzt stehe ich auf der anderen Seite des Podiums. Und ich finde, also gerade da ihr alle hier ein UNO-Interesse und ein Interesse an diesen Prozessen habt, ist es natürlich wahnsinnig spannend, sich das mal quasi live anzuschauen. Also ich habe auch mit der Jugendresolution zusammengearbeitet. Ich habe nur jetzt nicht so viel darüber erzählt, weil der Prozess immer noch am Laufen ist, weil es quasi auch irgendwie ein bisschen alle Jugenddelegierten sind nach Hause gefahren und die Diskussionen sind quasi erst richtig losgegangen. Das ist ein Manko im System, weil eben alle die Deadlines ausreizen bis zum Schluss. Und man sieht halt einfach, wie schwierig es teilweise ist, wie,
wie verhackt die Prozesse sind, aber auch wo es Lücken gibt, wo man etwas erreichen kann. Aber es ist natürlich gerade für Jugendpartizipation noch ein weiter Weg, auch in der UNO, damit wir nicht nur repräsentative Rollen innehaben, sondern auch wirklich was bewegen können, weil alle Leute, die ich dort kennengelernt habe, haben wirklich sehr gute Ideen und wollen die auch umsetzen. Also man muss eben zwischen 18 und 24 sein, gute Englischkenntnisse haben, Engagement in Jugendorganisationen oder NGOs. Also ich glaube, da seid ihr alle sehr geeignet dafür. Und ja, einfach offen, motiviert, interessiert. Es ist, ja, man sollte sich, finde ich, einfach bewerben, wenn man ein Interesse daran hat und sich nicht abschrecken lassen. Das meiste ergibt sich von selbst. Noch kurz zu mir, also das bin ich. Mein Name ist Jule, ich bin 23 geworden gerade und studiere internationale Entwicklung und JUS. Und meine Themen dieses Jahr waren eben Bildung, Flucht und Asyl und Nachhaltigkeit und Umwelt. Es ist nur eben ein bisschen auf das Thema Flucht dann fokussiert worden aufgrund der aktuellen Ereignisse. Aber auch im Nachhaltigkeitsbereich bin ich noch aktiv. Ich war auch bei Rio Plus 20 dabei, eh mit Jump damals und bin jetzt auch bei der Jugendkonferenz in Paris. Wenn ihr das verfolgen wollt, ich habe Flyer mit, ich habe Visitenkarten, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Ich bin noch da heute bis 2 und werde euch ein bisschen beobachten. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu wünschen, dass ihr einen wunderschönen Tag habt, dass ihr gutes Gelingen für eure Arbeit, gute Verhandlungen, wie man so schön sagt. Und ich darf es eröffnen. Dankeschön, Julia. Gut, um in den Tag hineinzustarten und euch möglichst viel Verhandlungszeit zu ermöglichen, bitte wieder einfach euer Land runternehmen und noch halten den Sticker wieder. Gut, wunderbar. Dann ist die Einladung wieder, sich etwas Zeit zu nehmen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bereit, quasi in eure Rolle wieder ganz und gar aufzugehen für den heutigen Tag, dann mit Genuss und voller Vorfreude das für euch aufkleben, dass ihr wieder drinnen seid in der Rolle. Und somit übergebe ich auch schon an euch und wünsche euch einen schönen Verhandlungstag. Viel Spaß. Good morning, delegates. The chair is happy to see everyone Guten back for Morgen, these, verehrte Delegierte. Der Vorsitz freut sich besonders, Sie zu den today. Heutigen Verhandlungen begrüßen thank zu dürfen. Vielen Dank an Julia Reiner für ihre interessanten einführenden Worte. Ihre Präsentation war äußerst interessant und die Sichtweise einer Jugenddelegierten hier erleben the chair zu dürfen. Would like to start with the general speaking list. Gerne mit der allgemeinen Rednerliste heute beginnen. Zunächst einmal möchten wir aber einige Änderungen in den Verfahrensregeln bekannt geben. Wie wir bereits in einigen bilateralen, informellen Gesprächen festgestellt haben, geht es zunächst einmal darum, dass der Antrag, die Anordnung des Dokumentes zu ändern, diskutiert wird. Hier muss ein Konsens gefunden werden bezüglich der bereits besprochenen Artikel. Das zu dem Zweck, dass wir dann im Anschluss die folgenden Artikel diskutieren können. Ebenso möchte der Vorsitz alle Delegierten dazu ermutigen, auch andere Sprachen hier zu benutzen und so ihre Sprachkenntnisse hier bekannt zu geben, wenn möglich. Könnten Sie bitte vorher sagen, in welcher Sprache Sie sprechen, damit die Dolmetscher sich darauf vorbereiten können? Wir werden nun mit der allgemeinen Rednerliste beginnen. Alle Parteien, die auf die allgemeine Rednerliste aufgenommen werden möchten, sollten sich bitte jetzt melden. Yes, China. China. Saudi-Arabia. Saudi-Arabien. Uganda. Vielen Dank. Uganda. United Arab Emirates, thank you. Vereinigten United Arabischen States of America, thank you. USA, vielen Dank. Germany, thank you. Deutschland,
Are there any other parties? Gibt es andere Parteien, die auf die allgemeine Rednerliste aufgenommen werden möchten? Die Marshallinseln, vielen Dank. Seeing no other parties, we will continue with the general speaking list. Wenn es keine weiteren Meldungen gibt, werden wir fortfahren mit der allgemeinen Rednerliste. Das Wort geht an China. China wants to thank the delegates of the EU for yesterday's efforts to prepare a final draft for Article 6. Anstrengungen gestern, dass ein endgültiger Entwurf für Artikel 6 delegates of the EU that China is just in favor of the submitted draft if private financing is going to be excluded. China will not allow that its economy will suffer from such an agreement. China once more wants to clarify that it will not allow an agreement which undermines national sovereignty, especially on economic matters. Der unsere nationale Souveränität, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, beeinträchtigen könnte. Saudi Arabia, you have the floor. Das Wort geht an Saudi Arabien. Good morning, dear Chairman, dear delegates. At the beginning of our second session, Saudi Arabia again would like to mark the importance on the common but differentiated responsibility aspect. Since yesterday, this crucial aspect on that topic was not brought up enough. Yesterday, a whole bunch of countries decided to agree and to ratify the draft written by Germany and supported by Brazil, the Marshall Islands, etc. Since there is no clear differentiation between developed and developing countries, Saudi Arabia cannot and will not agree on this draft. Daher ist Saudi nicht in der Lage, diesem Entwurf zuzustimmen, und wir werden diesem Entwurf Thank nicht you, zustimmen. Saudi Arabia. Vielen Dank an Chair Saudi Arabien. Wants to remind that, der Vorsitz the draft möchte anmerken, dass die Beschlussvorlagen just, noch nicht ratifiziert wurden. A proposition which es then should handelt sich be, lediglich um Vorschläge, die dann, thank you, Saudi Arabia. Uganda, you über die dann abgestimmt wird. The Republic of Uganda would like to die Republik Uganda möchte anmerken, dass will, die afrikanischen Nationen ebenso wie China sich dem deutschen And I would like to explain to you why. Wird, As African countries, we have had horrible experiences with private companies invading our home soil. We have had railroad companies, mining companies, and Beispiel, even slave companies, slave trading companies, und, exploit our country and our people. Now, I've been told that there is going to be oversight, haben. And that this is es not going gesagt, to happen again. Hier, But let me tell you. Vorsicht If there is a man wird, nicht noch einmal eintreten wird. Living Aber next to Chernobyl, lassen Sie he was also told public oversight lassen Sie mich sagen, is not going dass, to let catastrophes happen. Public oversight wohnt, er sicherlich and eine rules solche Katastrophe are, have been nicht put in place wird. To prevent these catastrophes from happening. Regeln, but this man um has been displaced. Public oversight did not have wir any effect on that. The catastrophe happened nonetheless. Übersicht und Same in our countries, it has not worked and it will not work. In unserem Land haben wir äußerst schlechte Erfahrungen damit gemacht. Daher werden wir eine öffentliche Finanzierung nicht akzeptieren. We have engaged in fruitful discussions with the European Union countries, including Poland, Germany and Italy, and have come to the conclusion that if we had to rewrite the proposition, we may, on the terms, be able to accept that. Womöglich dem Beschluss the rewritten proposition will be shared with you in time. Thank you. Vielen Dank. Thank you, Uganda. Vielen Dank an Uganda. United Arab Emirates, you have the floor. Das Wort geht an die Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Vereinigten Arabischen Emirate möchten ebenfalls wie Saudi-Arabien darauf hinweisen, dass es im derzeitigen Entschließungsantrag des deutschen Vorschlags keine klare Trennung zwischen entwickelten und Entwicklungsländern gibt. Dies stellt für die Vereinigten Arabischen Emirate ein No-Go dar, weshalb wir diesen Antrag mit Sicherheit in dieser Form nicht unterstützen können. Ein Grund dafür ist, dass unsere Wirtschaft sehr von den Erdölexporten abhängig ist und wir für die Entwicklung einer diversifizierten Wirtschaft sowie für die Adaptierung und für die Folgen des Klimawandels finanzielle und technologische Unterstützung dringend benötigen. Unter anderem aus dem Aspekt, weil durch dieses Klimaverhandlungspaket ein wesentlicher Rückgang in unseren Erdöleinnahmen zu erwarten ist. Und dies ist mit dem Vorantreiben einer nachhaltigen und diversifizierten Wirtschaftsentwicklung nicht vereinbar. Dankeschön.
Thank you, United Arab Emirates, the United States Vielen of Dank America. Vielen Dank an die Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Wort geht an die Vereinigten Staaten von Amerika. Good morning. Good morning. The United Guten States of America Morgen. Die Vereinigten Staaten von Amerika möchten noch einmal unterstreichen, dass es für uns sehr wichtig ist, eine Definition der Entwicklungsländer und der entwickelten Länder aufzunehmen. Wir müssen letztendlich die Unterscheidung zwischen Anhang 1 und Anhang 2 aufgeben und eine andere Unterscheidungsmöglichkeit finden. Für uns ist es besonders wichtig, dass der private Bereich, der private Sektor nicht inkludiert wird und dass die Finanzierungsprozesse getrennt diskutiert werden. Der Staat sollte vom privaten Sektor auf keinesfalls abhängig werden und die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer darf auf keinen Fall beeinträchtigt werden. Germany, vielen no. Dank an die Vereinigten Germany, Staaten. Das Wort geht an Deutschland. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Diskussionen gestern waren besonders erfolgreich und konstruktiv. Deutschland versteht die Ängste, die hier geäußert wurden, im Zusammenhang mit dem privaten Sektor sehr gut. Wir möchten betonen, dass uns ein Konsens sehr am Herzen liegt. Zum Schluss möchte ich anmerken, dass in Übereinstimmung mit unserer offenen Gesellschaft wir auch unsere Eröffnungsrede auf Türkisch halten. Das können Sie auf dem Kanal PX finden. Saygılar delegeler. Bu konferansta bulunmaktan onur duyuyorum. Dünkü tartışmalarımız özellikle çok verimli geçti. Speziell unsere Arbeiten sind sehr gut verlaufen. Tartışmalar bekliyor. Unsere Arbeiten sehr interessante Diskussionen und ich hoffe, dass wir zu guten Ergebnissen kommen werden. Teşekkürler. Vielen Dank. İyi günler. Dankeschön. Thank you, Germany, and thank you for your switch in language. The next on the floor an Deutschland is und vielen Dank an diese Islands. Sprachliche Before, we'd like Fassung, to ask if there are any other parties Marshall willing Inseln. To be put on the general speaking Davor list. India, thank you. Fragen, Nigeria, ein thank Land you. Auf die Rednerliste any möchte. Other parties? Indien, Nigeria. Gibt es weitere Parteien, United States die sich of America, zu Wort melden thank möchten? You. Die Vereinigten Staaten. France, thank you. Frankreich. Seeing no others who will... Okay, Barbados. Barbados. Thank you, Russian Federation. Vielen Dank, thank die Russische you. Föderation. Dankeschön. Seeing no others who will proceed with the Marshall Islands. Thank you. Das Wort geht an die Marshallinseln. Thank you. As pointed out yesterday, vielen Dank. Wie we can't gestern go with a erwähnt wurde, with the Annex können and Annex wir die Unterscheidung zwischen Anhang 1 und Anhang 2 Staaten nicht aufrechterhalten. Wir brauchen hier Verpflichtungen aller Länder für ein konstruktives Ergebnis. Wir möchten ebenso finanzielle Beiträge des privaten und staatlichen Bereiches mit einbeziehen, denn wir brauchen dringend eine ausreichende Finanzierung, um noch einmal zu zeigen, wie dringlich die Situation ist für unsere kleinen Inselstaaten, werden wir die Länderschilder der UN nicht mehr verwenden, sondern unser eigenes Schild verwenden. Das soll zeigen, wie unser Land bedroht ist, wie unsere Insel bedroht ist, wenn wir heute kein Ergebnis erzielen. Vielen Dank an die Marshallinseln. India, you have the floor. Das Wort geht an Indien. India vielen Dank. Indien stimmt mit der Position Saudi-Arabiens voll und ganz überein, ebenso wie mit den Vereinigten India Arabischen Emiraten. Wir können den Entschluss Deutschlands nicht unterstützen, wenn es keine Unterscheidung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern gibt. Wir sind bereit zu einer offenen Diskussion, aber wir müssen deutlich machen, dass wir you, dieser Unterscheidung India. Nicht zustimmen können. Vielen Dank an Indien. Das Wort geht an Nigeria. Thank you. I just wanted to support the statement ich of Uganda made
mich der Äußerung Ugandas anschließen, was die Privatunternehmen angeht. Nigeria hat äußerst schlechte Erfahrungen mit der Ölfirma Shell gemacht. Shell hat das Niger-Delta verschmutzt und die Natur dort ausgebeutet. Ungefähr 4000 Barrel Oil haben dort die Umwelt verschmutzt. Aber wir müssen klarstellen, dass wir uns dass wir ein Abkommen erreichen möchten. Hierbei soll ein neuer Textvorschlag von Uganda diskutiert werden. Vielen Dank. Thank you, Nigeria. Vielen Dank an Nigeria. The United States of America, you have the floor. Das Wort geht an die Vereinigten Staaten von Amerika. The United States of America wants to add that we die USA möchten anführen, dass wir Punkt 8 in Artikel 6 nicht zustimmen können. Wir als Vereinigte Staaten möchten 100 Milliarden Dollar pro Jahr bis zum Jahr 2020 zur Verfügung stellen. Das ist das Ziel, was im Jahr 2009 in Kopenhagen verabschiedet wurde im Rahmen der Transparenz- und Eindämmungsmaßnahmen. Laut verschiedener Drittpartei-Schätzungen und laut der Klimakonvention selber müssen jegliche Kapitalflüsse von entwickelten Staaten an Entwicklungsländer ungefähr 30 Milliarden Dollar enthalten. Und das zählt ebenso zu dem 100 Milliarden Dollar Ziel. Das heißt, wir haben gute Fortschritte erzielt hin zu unserem gemeinsamen Ziel, 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig haben wir schon gesagt, dass wir eine klare Informationspolitik betreiben, aber weitere Punkte waren nicht in unseren Versprechungen des Jahres 2009 enthalten. Und wir werden dies jetzt nicht ändern. Vielen Dank. Vielen Dank an die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Vorsitz möchte anmerken, dass wenn spezifische Punkte angesprochen werden, dass sie sich möglichst klar ausdrücken sollten. Before answering. France, you have the floor. Das Wort geht an Frankreich. Thank you. I will speak in French. Vielen Dank. Ich werde auf Französisch sprechen. L'Union européenne, elle veut suivre die Europäische Union politique du climat très ambitieuse möchte ein sehr ehrgeiziges Klimaprogramm verabschieden. Les investisseurs privés, c'est juste un extra, nur eine zusätzliche Maßnahme handelt, die wir vorschlagen. Und, veut avoir une politique du climat très und das wird die Klimapolitik, die wir gemeinsam beschließen, nicht ersetzen. Die Investitionen sind nur zur Unterstützung dafür da. Vielen Dank. Merci beaucoup, France. Next on the speaking list der nächste Redner auf Barbados. Der Rednerliste ist Barbados. The chair would like to davor remind that if you want der Vorsitz to hear the speeches in German, you have to be on the German channel. Auf Deutsch anhören möchten, Russian, Sie auf dem deutschen Russia, Kanal sein müssen. Das Wort geht an Russland. Barbados, you have the floor. Das Wort geht an Barbados. Okay, I will speak in Spanish. Ich werde mich auf Spanisch mich äußern. Bueno, estimados delegados, nosotros de Barbados estamos contentos con los resultados Barbados que encontramos mit den ayer, zufrieden, die wir gestern pero todavía nosotros haben, queremos mencionar que erwähnen, hay que continuar juntos. Dass wir gemeinsam weiter y nosotros müssen. También queremos deponer que los intereses wir nacionales auch vorstellen, dass die nationalen Interessen vamos juntos, zusammengeführt werden este müssen und dass wir gemeinsam an diesem Abkommen arbeiten müssen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit, dieses Abkommen zu erreichen. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Thank you, Barbados.
Vielen Dank an Barbados. The Russian Federation, you're the next on the floor. Before, are there any other speakers who wish to be put on the general speaking list? Davor möchte ich gerne fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Ansonsten we'll ask if there are any points or motions on the floor. Wir werden danach weitere Anträge bearbeitet werden. Das Wort geht an die Russische Föderation. Sehr verehrte Delegierte, Russland ist der Meinung, dass private Finanzierung einen wichtigen Beitrag im Bereich des Klimafonds spielen muss. Vielen Dank. Thank you, Russia. Vielen Dank an Russland. Gibt es andere Parteien, die auf die allgemeine Rednerliste aufgenommen Nigeria? Werden möchten? Nigeria, Bolivia? Bolivien. Thank you. Nigeria, vielen Dank. Das Wort geht an Nigeria. Nigeria, wants to ask the other parties, Nigeria möchte die anderen Parteien fragen, ob sie den Zusatz Ugandas gelesen haben und ob sie Anmerkungen dazu haben. Vielen Dank. Thank you, Nigeria. Vielen the Dank chair Nigeria. Has displayed the Uganda's edition Ugandas on the screen. Nun auf dem Bildschirm and gesetzt. Bolivia, you have the floor. Bolivian, bitte. Bolivia just would like to respond to the statement made by Russia. Once more, it should be mentioned that public funding is by no means any substitute to money from government. It can be an addition, in keiner but no Weise substitute. There is enough money available. Ersetzen kann. As we heard es yesterday, gibt alone the United Geld, States wie wir es gestern bereits gehört billion, haben. We, allein die USA geben 600 Milliarden military, Dollar im Jahr so, für ihr Militär aus. No substitute. Deshalb also keine privaten Mittel. Danke. Thank you, Bolivia. Danke, Bolivien. Are there any points or motion on the floor? The chair wants to remind the parties that it's possible to make moderated or unmoderated caucuses on special points, on specific points, which would maybe fasten the discussion. Yes, United States of America. Sorry, we're not sure where to find the edition of Uganda. Entschuldigung, wir sind uns nicht sicher, wo wir diesen Zusatz von Uganda finden können. The edition of Uganda will be added to the UN simulation document, which you have signed to. Zum UN-Simulation-Dokument hinzugefügt werden, das Sie unterzeichnet haben. Yes, Brazil? Brasilien, bitte. Brazil would like to a moderated caucus. Brasilien möchte einen moderierten Ausschuss beantragen zum Artikel 6 Absatz 5. That was added by das ist jener, Uganda. Der von Uganda hinzugefügt wurde. We would like a moderated wir caucus to finally conclude the negotiations on this paragraph. Die Verhandlungen Thank zu you. Diesem Absatz abzuschließen. Danke. What general time and welche Zeit würden Sie hierfür beantragen? General speaking time 20 minutes. 20 Minuten. Each one 45 seconds. Mit einer Thank you, Brazil. Are there any other points or motions on the floor? Danke, Brasilien. Gibt es noch andere Anträge yes, Saudi Arabia. Oder Anmerkungen? Saudi-Arabien, bitte. Thank you. Saudi Arabia would like to propose the idea of a moderated caucus on Article 6. We'd like to talk about option 1, since most countries seem to agree that this is the best option. And we don't see that as the best option, but nevertheless, we want to talk about it if we want the full outcome. Talking time of 60 minutes per person. Thank you. So 15 minutes and 60 seconds per person. Thank you. Are there any other points or motions on the floor? Gibt es weitere Anmerkungen oder Anträge? Seeing none, we will move into voting procedure. We have two motions for moderated caucus. The first one was issued by Brazil on Article 6, Paragraph 5, with 20 minutes speaking time and 45 seconds individual speaking time. And the second was moderated, was issued by Saudi Arabia, moderated caucus on Article 6, Option 1, with 50 minutes. Speaking time and 60 seconds individual speaking time. The motion
issued by Brazil is the most disruptive, so we will vote on it first. So the chair asks all parties in favor of Brazil's moderated caucus to raise their placards high. Für den moderierten Ausschuss von Brasilien sind ihre Schilder zu heben. Thank you. And vielen all Dank. Parties against? Nun, wer ist dagegen? Thank you. With 15-3, this motion clearly passes. You are now in a moderated caucus of 20 minutes, 45 seconds speaking time on Article 6, paragraph 5. Are there any... Brazil, you have the floor because you were the one who issued this moderated caucus. Thank you. Vorgebracht haben, haben Sie als Erste das Wort. We as Brazil are not in a position to Brazilian ist in to receive or to give Position much money to the Green Climate Fund. Viel we Geld want to in reach einzuzahlen a consensus on this topic, as we now have three different interests: developing countries who want more money, developed countries who just want to give more money if the private sector is included, and the position of some of the developing countries who don't want the private sector. And we just hope that we can conclude. Die Einbindung des privaten Sektors. Und wir hoffen einfach, diese Diskussion nun zu einem Ende zu führen. Vielen Dank. Thank you, Brazil. Danke, Brasilien. Delegates wishing to speak, please raise your placards. Uganda. Die Delegierten, die etwas sagen möchten, bitte ihre Schilder heben. Recognize. Uganda. You have the floor, Uganda. Uganda hat das Wort, bitte. I would like to sum up all the changes that I have made to paragraph 5 because they have been significant. The first part has been left unchanged. Parties shall take appropriate steps to promote the mobilization of a climate finance from a wide variety of instruments and channels. And here I specify, this includes public, bilateral, multilateral, domestic and international resources. Parties also recognize the possible contributions that can be made by the private sector. And we need to have that in our own paragraph, because now we specify that these contributions shall be made in form of investments in environmentally sound technologies. And this is to be decided by an international committee and national committees. Thank you. Dem Umweltbereich, vielen Dank. Thank you, Uganda. China, Uganda. You have the floor. China, bitte. China finds the changes. China hält that good. Diese Veränderungen für nicht to be honest. Wirklich sehr gut, um ehrlich zu sein. We don't think that supervision from wir denken international nicht, dass die Überwachung society or what was it called? Durch ein internationales Organ oder eine internationale Institution, wie hieß es nochmal? International Committee. Is not in order. Komitee, we don't want to let bilateral money flows to be overseen by Geldflüsse a committee, international. Über die, von einem solchen Komitee überwacht werden lassen. Vielen Dank. Thank you, China. Danke, China. Australia, you have the floor. Australia wants to respond to China's worries about national sovereignty. China the idea behind the Green Climate Fund is to invest in local businesses. So it is also a country-driven approach. So the whole process happens in the country. And the only thing that really happens on an international basis would be the verification of the process and supervision so in a way that the investments are green and sicherzustellen, dass die Investitionen tatsächlich in grüne thank you, Australia. China, Projekte gesteckt werden. Danke, Australien. But most money flows are doch between other countries. Das we highly Geld invest in other countries. We will in put up South Fund for the Marshall Islands, for Barbados, for African Group. And we don't want these money flows to be under international supervision. Wir möchten nicht, dass diese Länder, diese, entschuldigen Sie, diese Gelder unter internationaler Überwachung stehen. Bolivia, you have the floor. Bolivien, bitte.
Bolivia highly supports the suggestions made by Uganda, especially the part of international supervision. As we mentioned already yesterday, Bolivia is for the establishment of an international court of justice for the climate and Mother Earth, which ensures that all countries fulfill their climate obligations. So similarly, we highly support any international supervision on finances and investments. Und Investitionen. Danke. Thank you, Bolivia. Thank you, Bolivia. Danke, Bolivien. Nigeria, you have the floor. Nigeria, bitte. In response to the statement made by China. Ich möchte hier der Aussage von China etwas international supervision should be antworten. For the private ich denke, sector dass die internationale Überwachung für den privaten Sektor gelten sollte und nicht für alle anderen bilateralen Geldflüsse. Okay. Thank you, Nigeria. Danke, Nigeria. Ghana, you have the floor, Ghana, and then China. Bitte. Und danach China. Agree with the opinion of China. Ich stimme der Meinung von China zu und jener aller anderen Länder, die den privaten Sektor aus dem grünen Klimafonds heraushalten möchten. No possibility for Ghana. Für Ghana ist dies absolut keine Option, den privaten Sektor hier zu inkludieren. Thank you, Ghana. Vielen Dank, Ghana. The chair would like to remind all parties to not use the word I, but to refer themselves to their nation. China has the floor, then Bolivia and the Russian Federation, and then Brazil and Marshall Islands. A second, please. Bolivia, you have the floor. Bolivia, bitte. Bolivia just would like to respond to the statement just made by Nigeria and would like to remind Nigeria that Nigeria ranks 136 out of 176 countries in the corruption index. So there is need for supervision. Das heißt, es gibt hier eine absolute Notwendigkeit von internationaler Überwachung. Vielen Dank. Thank you, Bolivia. The chair apologizes to not have given the word to China. It was a fault on his part. China, you have the floor now. China, nun bitte. Thank you. Vielen Dank. I want to thank Nigeria for the support on our matter. Unterstützung unserer Sache danken. Thank you, China. Danke, China. Russia, you have the floor. Russland, bitte. The proposed text was edited in the meanwhile, and we cannot accept this behavior. We're currently talking about the passage and what was edited in the meanwhile, and not in a transparent way. Jetzt so mittlerweile noch etwas behavior hinzugefügt wurde. Das ist also nicht sehr transparent und deswegen können wir dieses Verhalten nicht gutheißen. Could Russia please specify what they mean or rephrase? Könnte Russland das bitte noch einmal wiederholen und spezifizieren? Ugandas suggestion was edited Ugandas in the meanwhile. Vorschlag the uploaded Google document was edited. And we cannot discuss on a constantly changing text that is not changed in a transparent way, so we object to the current discussion. Just for clarification, the additional text of Uganda was added below the original document. So the first part of the document, 5 point, is still an original, as far as the chair document is concerned. And the addition proposed by Uganda is just made available on the same document below. Der Vorschlag von Uganda wurde im gleichen Dokument unten dran gefügt. Nur zur Klarstellung. Okay, to clarify, we were talking about the individually published document by Uganda and not by the officially Dokument, published das von Uganda document selbst, by the chair. Veröffentlicht wurde, gesprochen und nicht über das Dokument, das der Vorsitz hier veröffentlicht hat. Thank you, Russia. Danke, Russland. Then the chair would propose Russia to Der Vorsitz to maybe
engage bilaterally with Uganda schlägt to clarify vor, that. Dass Russland vielleicht mit Uganda bilaterale Gespräche führt, um dies zu klären. The next on the speaking list, Marshall Islands. Das Land auf der Rednerliste sind die Marshallinseln. Thank you, but bitte. I think it was Brazil first. Danke, aber ich denke, Brasilien war zuerst. Thank you, Marshall Islands. Danke, Brazil, Marshall you have the floor. Inseln, Brasilien, bitte. Thank you, Marshall Islands. Danke, Marshall Inseln. We would like to stress that parties. Wir möchten noch einmal betonen, giving their opinion on this paragraph. Should also state for which option they would vote for, so that there is a bit of clarification in the discussion. We as Brazil, we tend for Uganda's version, as it's a middle one and a consensus. Ugandas Thank you. Vorschlag, denn es ist ein Mittelweg und könnte zu einer Einigung führen. We believe Marshall Islands is now. Nun die Marshallinseln bitte. Thank you. As pointed out before, this is about our survival and we need the private sector investing as well. But we think that we could go with a Uganda statement with the sentence this includes, where was it? Parties also recognize the possible contributions that can be made by the private sector, but then stop at this point. And furthermore, we don't like the phrase take appropriate steps, as this is absolutely not a clear explanation. And the Marshall Islands would only go with parties should promote the mobilization of climate finance. Thank you. Dieser Satz ist wirklich nicht hilfreich. Thank you, Delegate. Any, we believe. Pardon me for intruding. Interrupting. Bolivia, you have the floor next, but before we das move Wort on, geht nun an Bolivien. Are there any delegates zuerst wishing to möchten wir noch einmal fragen, ob irgendwelche so weiteren Delegationen auf die allgemeine Rednerliste Germany gesetzt and then werden Saudi Arabia. Möchten. Deutschland, Saudi-Arabien. Australia. Australien. Any other delegates wishing to speak? Noch jemand, in his moderated caucus? Very well. In diesem moderierten Ausschuss? So we'll now continue with Bolivia Gut, in the chair dann machen speakers, wir mit moderated caucus. Bolivien weiter. Bolivia might accept Bolivien investments or contributions made by the private sector, but Beiträge before would like to hear from Russia and China about their specific concerns, why genau they are against independent organizations. Besides, and yet we haven't heard anything. Und warum sie sich, warum and sie we are Angst not discussing any consequences yet. We are discussing about an independent organization overlooking Gründe. Investment. Wir sind, that's all. Thanks. Ich möchte das wiederholen für Thank eine internationale you, Institution, die die Investitionen überwacht. Germany, you have the floor. Vielen Dank, Deutschland, bitte. Germany agrees with the statement made by Bolivia. Deutschland stimmt der Aussage von Bolivien international organization zu, would eine internationale Organisation wäre At the same time, sicherlich angemessen. It's going to be very difficult to bridge these worlds. And we are very well aware that there are so many different interests when it comes to this draft resolution. And there won't be so a perfect one Interessen where everybody will be 100% happy. Every single party will have one little thing which where they might have to jede Delegation back. But this is all part of it. So Germany and with it the European Union agrees with the changes made by Uganda. We support it as well and we can live with it and we look forward to further discussions and hope to find a consensus reached by all parties. Dass in Thank kommenden you. Diskussionen auch eine Einigung aller Parteien gefunden werden kann. Vielen Dank. Saudi Arabia, you have the floor. Saudi Arabien, bitte. Thank you. Saudi Arabia is really interested in the Danke. Draft written by Uganda. Saudi Arabien and we could imagine signing den Entwurf von Uganda. If, wir könnten uns vorstellen, diesen zu unterzeichnen, text that, developed countries should klarer gesagt werden würde, yeah, take the lead. Dass in all die of these Industrieländer hier like, eine Führungsrolle übernehmen müssen, really, wie zum Beispiel angemessene Maßnahmen treffen. We would really like to stress the fact that wir möchten parties, noch einmal mean betonen, dass mit Thank den you. Parteien wir vor allem die Industrieländer Thank meinen. You, Saudi Arabia. Australia, Danke, you have the floor. Australien, bitte.
We would like to hear Uganda's opinion on the private sector, because just stating that it's not possible is not enough. Denn nur zu sagen, das ist für uns nicht möglich, reicht uns nicht. Wir hätten das gerne näher ausgeführt. Thank you, Australia. Are there any other parties wishing to speak? Russia and then China. Eine Aussage tätigen? Russland, dann China. In response to Bolivia's request, we would like to state that möchten wir sagen, those organization, that this, the proposed organization is a very vague formulation. We don't know what you specifically mean by that. In our first thought, it would just infringe our businesses in an unwilling way. National committees should just do as well. And we don't understand the principle differentiation between private and public financing and the control of those investments. Thank you, Russia, China, and then Bolivia. China und dann Bolivien, bitte. Thank you. In response to Bolivia's request, China once more wants to state that developing countries shall enhance the transparency of their enhanced actions, but in a way that is non-intrusive, non-punitive and respecting national sovereignty. Doch hier muss die nationale Souveränität gewahrt werden. Thank you, China. Bolivia, you have the floor. In response of Russia's statement, I would like to just state that Russia should do their homework if you don't know the difference between private financing and public financing, I don't know what you are doing here. So, weiß ich wirklich nicht, was Sie hier eigentlich let's get into bilateral talkings and unmoderated caucus and stop this moderierten Ausschuss hier nun beenden. Danke. Yes, Russia. Ja, Russland. We are very sorry to have such a bad communication. Es tut uns wirklich leid, dass die Kommunikation hier so schlecht läuft. Make a break and ich würde gerne continue in 10 Pause minutes. Machen und in 10 Russia Minuten is going is not accepting this Russland behavior. Thank you. Kann dieses Verhalten nicht akzeptieren. Danke. Thank you, Russia. We will continue danke, with the moderated caucus when this time has elapsed or no countries willing weiter to speak. You can noch pose any motions. Wenn nicht, dann Uganda Anträge and then Ghana, werden. Please. Uganda und dann Ghana, bitte. The Republic of Uganda can only reaffirm what Uganda my colleague from Bolivia has said. Betonen, let's hope that the Russians come back in a more civilized manner than they left. Thank you. Ein bisschen beruhigter zurückkommen, als sie hier gegangen sind. Danke. Thank you, Uganda. Danke, Uganda. Ghana, you have the floor. Ghana, bitte. I want all parties to keep in mind. Ich möchte, Ghana dass is responsible alle Parteien for only 1.0% of global greenhouse gas emissions. Although it is a developing country, it has managed to push forward three programs of action by itself. Haben wir drei große Programme Ghana do not need international support. Wir brauchen keine we can manage it Hilfe. By our own if we want, mit der Situation and we can manage umgehen, to push forward some möchten, adaptation müssen. Programs. Wir können verschiedene the historical burden is too heavy, vorantreiben. Is far too heavy to include the private sector, and so diese I will skip now. Die Bedeutung I'm no longer unseres Abkommens a part of this conference. Ist wirklich thank zu you. Groß, um den privaten Sektor einzubeziehen. Deswegen möchte ich mich aus dieser Diskussion herausnehmen. Vielen Dank. Thank you, Ghana. Danke, Ghana. In skipping the conference, the chair would to remind that then Ghana doesn't Sie have erinnern, the right Ghana, to vote, bei abstains nicht the vote in möchte, the consensus kein process. Recht, kein Stimmrecht Ghana is clear of über that. Die Einigung hat. Thank you. Ist sich Ghana dessen bewusst? Danke. The next one to speak, Germany. Der nächste Redner no. ist Deutschland. Australia, nein, please. Gut, dann Australien, bitte. Um.
It seems like we have now the opportunity to decide if we are afraid of the mistakes we have made in the last 100 years, or start tackling the problems we have today, and will impact our future, regardless if you're an NX1 or NX2 country. Investments in the private sector in projects just like diversifying crop and seeds verification, farm, forests, and combating deforestation, extending and making efficient irrigations. Will not only improve, but also contribute to economic development and improve the lives of the people in developing countries. Thank you. Thank you, Australia. United States of America, you have the floor. Danke, Australien. The United States of America want you all to think about it, that it's not possible to separate the private and the public sector. Dass der private und öffentliche Sektor nicht komplett getrennt werden kann. Denn wir müssen beide Akteure mit einbeziehen. Ohne die Hilfe des privaten Sektors wird es unmöglich sein, solche umfangreichen Maßnahmen durchzuführen und einen großen Einfluss auszuüben. Wie bereits gesagt wurde, wir möchten die Zukunft verändern, wir möchten es jetzt besser machen. Und das sollten wir doch alle bedenken. Thank you, Australia. Marshall Islands, you have the floor. Dank. Das Wort geht an Marshall Islands. Wir möchten nur sagen, wie lustig es ist, dass sich alle hier verabschieden, nur wir, die kleinen Staaten, sind noch hier in der Diskussion. Und wir möchten verschiedene Vorschläge vortragen. Wir sind wie die USA der Meinung, dass der private und öffentliche Sektor nicht komplett getrennt werden können. Ebenso möchten wir anmerken, dass die Volkswirtschaften gefördert werden können, dass zum Beispiel Wirtschaftsentwicklung durch erneuerbare Energien gefördert werden kann und so gleichzeitig der Klimawandel bekämpft werden kann. Thank you, Marshall Islands. Vielen Dank an die Marshallinseln. Gibt es andere Länder, die sich zu Wort melden möchten? Es gibt noch zwei Minuten, um sich zu Wort zu melden. Das Wort hat Indien. Indien könnte dem Zusatz von Uganda grundsätzlich zustimmen. Das jedoch nur, wenn das Wort Parteien durch das Wort entwickelte Länder ersetzt wird. Vielen Dank. Yes, Germany. Ja, Deutschland. Deutschland möchte Indien dazu auffordern, genau auszuführen, wieso sie das beantragen. Natürlich wissen wir alle, dass es Annex 2 und Annex 1 Debatte geführt wird. Wir möchten aber ebenso wissen, welche Länder bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Wie die Delegation aus den Marshallinseln gesagt hat, möchten wir wissen, ob wir genug überhaupt zu bereitstellen können für den grünen Klimafonds und ob alle Parteien bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Das heißt, auch die Länder aus Annex 2, aus Respekt vor den Ländern und den Staaten, die hier um ihr Überleben kämpfen, möchten wir doch wirklich darum bitten, dass alle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das Wort geht an Uganda. The Republic of Uganda has just, with the help of the OPEC countries, redrafted this amendment so that both the committee is specified. This should satisfy the Russian delegation that will hopefully reappear in the next few minutes. And also, we have added a sentence that would also clarify which country should take lead on climate action. This is something that may be especially interesting to India. The document has just been shared with the chair. Thank you. Das Dokument wurde gerade jetzt hochgeladen und ist jetzt öffentlich verfügbar. Uganda. An Uganda. Any other parties gibt es andere Parteien, die sich zu Wort melden möchten? In this moderated es verbleibt noch eine Minute Redezeit in diesem moderierten Ausschuss. Das Wort geht India an Indien. Indien möchte auf die Anmerkungen Deutschlands erwidern, dass die Annex II Länder ebenso einen finanziellen Beitrag leisten müssen. Die Entwicklungsländer sind natürlich ebenso willkommen, wenn sie in der Lage sind, finanzielle Unterstützung zu leisten. Vielen Dank. Thank you, India. One speaker upon this topic. Eine letzte Wortmeldung zu diesem Thema wäre möglich. Seeing there is none, this moderated caucus has elapsed. Wird dieser moderierte Ausschuss für beendet erklärt? Gibt es weitere Anträge?
momentan. If not, wenn das nicht der Fall ist, wird mit der Vorsitz einen unmoderierten Ausschlag vorschlagen. On point five. Das zum Punkt 5. Yes, Barbados. Barbados hat das Wort. Bueno, es que nosotros queremos explicar la acción que nosotros hicimos. Die Aktionen erklären, die wir getätigt haben. Es el mundo y es como una isla, ¿no? Y siempre tenemos el sentimiento que no vamos a continuar a tener resultados, vamos a remover unas islas o países. Y de nuevo nosotros queremos expresar que debemos deponer los intereses nacionales y no debemos que estar tanto en los detalles, es que todos nosotros tenemos que deponer unos u otros intereses para finalizar un papel que es necesario para sobrevivir aquí, ¿no? Y mucho más para nosotros, para las islas pequeñas que und vor allem für die kleinen Inseln ist es sehr wichtig, denn wir haben nur eine sehr kleine Chance zu überleben. Vielen Dank. Thank you, Barbados. Vielen Dank an Barbados. Are there any points or motions on the floor at this time? Gibt es weitere Anträge zu diesem Zeitpunkt? Yes, United States of America. Ja, das Wort geht an die Vereinigten Staaten von Amerika. Queremos preguntar a Barbados que si tiene algunas soluciones para venir en esta discusión, esta cómo ayudarles, cómo ayudar a los pequeñitos y islas. Wir wollten Barbados fragen, wie sie sich diese Hilfe vorstellen. Thank you, United States. The chair just asked if any points or motions on the floor. Hat nur danach gefragt, ob es Anträge solamente gäbe. And the chair wishes to announce that the parties announce when they speak in another language, so the dolmetschers can prepare. Fordern noch einmal daran erinnern, dass bitte vor der Chair will now accept two other speakers and then we'll move to unmoderated caucus Anträge entgegennehmen und danach einen unmoderierten Ausschuss zum Thema zum Artikel 6 Absatz 5 diskutieren, wo der Vorsitzende sich insbesondere noch einmal den Punkten zuwenden möchte, die hier kontrovers diskutiert wurden, wie die Finanzierung. Wir möchten hier noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig ist, dass eine Einigung diesbezüglich erzielt wird. Bueno, gracias. También gracias a la pregunta. Vielen Dank für die voy a responder Frage. Muy pronto. Para nosotros, la mejor cosa era que si terminamos el punto, el artículo 6, en la próxima media hora para continuar con los otros artículos que para nosotros parecen más importantes, ¿no? Es que todavía hablamos de cosas que denn es scheint mir, dass wir von Dingen sprechen, bei denen es um keine wesentlichen Punkte geht. Es geht darum zu wissen, was wir tun. Und somit wäre die Idee, dass wir in der nächsten halben Stunde wirklich darüber sprechen. Vielen Dank. Thank you, Barbados, Australia. Vielen Dank an Barbados. Das Wort hat Australien. Australia just wanted to propose an Australien unmoderated möchte lediglich einen unmoderierten Ausschuss vorschlagen, da der Vorsitz das ebenso bereits vorgeschlagen hat. Thank you, Australia. Die Wortmeldung erledigt. Vielen Dank an Australien. Ja. Yeah.
So we'll now move into an unmoderated caucus of 15 minutes. Wir beginnen jetzt mit dem unmoderierten Ausschuss mit einer Länge von 15 Minuten. The parties find a formulation where ich möchte noch einmal dazu auffordern, dass hier Formulierungen getroffen werden, can agree on, zu denen sich alle hier vertretenen Parteien aussprechen können, auf die sich alle Parteien einigen können. Es geht insbesondere um die spezifischen kontrovers diskutierten Punkte, die bereits angesprochen wurden. Ja, Deutschland. Germany, we just like to add, Deutschland möchte noch anführen, dass in den letzten unmoderierten Ausschüssen viele Länder sich mit gleichen Ländern zusammengeschlossen haben. Daher möchte ich vorschlagen, dass wir diesmal that we have a differentiated approach where we have different opinions so that we can come closer together instead of building two different groups again, because then they will just clash in the next moderated caucus. So let's try to be productive and go specifically to those where we know they're not of the same opinion and see if we can find different agreements. Thank you. Länder austauschen, die ausdrücklich verschiedene Gesichtspunkte Germany, vertreten. Vielen Dank an Deutschland. Ist eine of Germany gegen diesen Vorschlag Deutschlands? Seeing none, we'll have one more speaker so and then we move into unmoderated caucus Uganda. Einen Redner hören und danach mit dem unmoderierten Ausschuss weiterfahren. Uganda. The Republic of Uganda completely agrees with what the Federal Republic of Germany has just said, and I invite the delegation from Russia, should they ever reappear, the delegation of China, and all the European Union right here, so that we can redraft and bring that to a good conclusion. Thank you. Maybe Uganda could rephrase the invitation for Russia. But why, of course, I cordially invite you, the Russian delegation, here to come to me and redraft the agreement in your own interests. Thank you. Thank you, Uganda. You now have 15 minutes for the unmoderated caucus. Jetzt haben Sie 15 Minuten Zeit, um das im unmoderierten Ausschuss zu diskutieren. Vielen Dank. There are 5 minutes left. Delegates, there is 1 minute remaining. The unmoderated caucus is over. Please find your seats, delegates. Please find your seats, delegates. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Please finish your discussions. Bitte beenden Sie Ihre Diskussionen. Do all parties want to extend the unmoderated caucus for another 5 minutes? If anyone is against an extension of 5 minutes for this unmoderated caucus, please raise your placards. Bitte erheben Sie Ihre Schilder. Well. Was? Kein Konsens. No consensus. So, please reconvene to your seats. Bitte finden Sie sich wieder auf Ihren Sitzen ein.
India and Saudi Arabia, please go back to your seats. Saudi Arabien, bitte finden Sie sich The chair will now make a little announcement in Swedish. So please, for everyone who doesn't speak Swedish, move to the channel. Schwedisch. It's only translated in German. Kära delegationer, chair är väldigt intresserad att höra vilka nyheter som har uppstått. Yes? The chair was informed that there is Swedish translation. Okay, there's no Swedish translation. so the chair will continue with English. So the chair is very interested to hear what's news have arisen from this multilateral conversations. And before we go into a general speaking list, the chair would like to inform all participants that lunch break is at 12:30 until 13:30. Thank you. Bis 13:30 stattfindet. Vielen Dank. Welche Staaten möchten auf die Sprecherliste kommen? Bolivien, United Arab Emirates, Russian Federation, Uganda, irgendwelche Staaten noch? Deutschland? Okay, dann bitte Bolivien. We did make some great progress, but what I'd like to discuss is große Fortschritte gemacht, worüber ich eigentlich jetzt allerdings gerne sprechen würde. Was terrible because Russia, ist, was wir gerade gesehen haben, war with chocolate, just saying. Denn Russland hat so Uganda that's how mit Schokolade bestochen. How we came to an outcome. So sind wir zu and einem Resultat happens again, gekommen. Bolivia will leave, just saying. Und wenn das noch einmal passiert, wird Bolivien, danke, Bolivien diese Konferenz verlassen. Bitte Arabische Emirate. The United Arab Emirates have to leave due to breaking news from our country. An earthquake of 8.0 on the Richter magnitude scale has occurred and our sacrifice, Burj Khalifa, the highest tower in the world, has been destroyed and now it is more important for our delegation to support the population in our country instead of being in these inefficient negotiations. Wichtig jetzt zu unserem Land zurückzukehren, anstatt in diesen uneffizienten Diskussionen teilzunehmen. Vielen Dank. Also, Sie werden sich der Stimme enthalten. Nur pro forma. Danke. Russland, bitte. Yeah, I would like to thank you for the constructive bilateral talks during the break. Bilateralen Gespräche in dieser Pause. We made some good progress, I think. We also negotiated with Uganda a lot and came to the conclusion, that parts that were discussed belong to a different section, namely transparency. And there's a new proposal that's up for debate now, and it was submitted, I guess. So thank you for that. Und wir haben einen neuen Entwurf, der vorgelegt wurde. As my Russian colleague has just mentioned, considerable progress has been made. The document has been uploaded and the chair is, as I see, just adding that to our draft. And as Russia also mentioned, some of the points that we have been discussing we found to be unfitting for that part of the agreement. Some of it belonged to transparency, some of it was already specified on the mitigation. And to that wild accusation of Bolivia that I was bribed, this is an outrage. This is not possible. Adaption passt. Ich verstehe auch nicht, warum sich Bolivien aufregt, dass ich bestochen wurde. Also for my part, thank you for the talks. Auch ich möchte mich für die fruchtbaren Diskussionen bedanken. That all these different approaches to sehr viele verschiedene to this whole topic are quite für dieses broad. Thema. I would also suggest that we continue with the transparency talks in Article 9, but as the additions from Uganda have not been yet included in the draft which has been submitted from us, we would want to stress to take these, to not just drop this
this certain diese part of the discussion, but to Diskussion really continue when we talk about Article 9 transparency. So if maybe in the draft we could somehow just keep this in mind and maybe leave it as a side note so that we know where we can include the specific transparency talks on the Green Climate Fund in Article 9. Thank you. In der Diskussion zum Green Climate Fund andere sprechen auch noch dies einbeziehen. In Uganda? Sprecher für die generelle Debatte, bitte das Namensschild in die Höhe halten. Uganda, bitte. I agree, we have to move on with point 5 and the sub-points. All of these sub-points have lots of options that we can choose from, and I believe that a non-moderated caucus would be the best option to do that. Thank you. Eine unmoderierte Debatte hier die beste Möglichkeit wäre. Brasilien, bitte. Brazil would like to Brasilien stress again möchte that it noch is einmal hervorheben, great dass es für uns sehr, sehr wichtig ist, dass alle Vertragsparteien sehr bald in dieser Diskussion zu einem like Ergebnis kommen. Germany, und wir wüssten from gerne von Deutschland sowie von allen anderen Unterzeichnerstaaten dieses Entwurfs, we can accept the addition made by Uganda to be implemented in our addition, Uganda in our draft resolution, einfügen and können. Would and we would like to say that das möchten wir gerne sagen, we think an moderated caucus wir on the points A, B, C, D, E, F eine unmoderierte Debatte of zu den paragraph Punkten 5 would first A bis be, F wären useful to know the other, sehr sinnvoll, um the other opinions die Meinungen der anderen Staaten herauszufinden. You. Vielen Dank. Danke. Brasilien will sich ein weiteres Land auf die Sprecherliste setzen. Russland, bitte. Wir möchten als Russland Bolivien nochmal höflichst dazu auffordern, ein hohes Gesprächsniveau zu wahren und etwaige Unterstellungen zu unterlassen. Danke sehr. Danke, Russland. Sprecher für die generelle Liste. Marshall Isles, ja. Weitere? Marshall Isles, bitte. Marshall Islands also suggests to continue with point 4 so that we can have auch a draft resolution by the end of the day. Wir dafür sind, mit Punkt 4 weiterzumachen, dass wir eine Entwurf haben. Gibt es Vorschläge für Debatten oder bilaterale Gespräche? Also moderated caucus or unmoderated caucus? Are there any motions on the floor? Gibt es Anträge? Will eine Nation auf die generelle Sprecherliste gesetzt werden? Uganda? Ja? Weitere Länder? Uganda, bitte. This was supposed to be a motion. Dies I don't know if I was too late for that. Antrag sein. Ich weiß nicht, ob es dafür schon zu spät ist. Für eine Debatte, für moderated caucus. I am for a moderated caucus with a duration of 15 minutes, individual speaking time of 45 seconds, on all the other sub-points that have not yet been discussed under Article Finance. Um thank you. All das zu besprechen, was okay, noch nicht danke, Uganda. Zu Finanzen besprochen wurde. Können Sie bitte die Unterpunkte all spezifizieren? Alle Unterpunkte. Germany, do you want Deutschland, to? Möchten Sie etwas sagen? Sind andere Wünsche für Debatten? Are there any other wishes for debates? Dann stimmen wir für den Vorschlag von Uganda ab, für eine Zeit von 15 Minuten, individuelle Zeit von 45 Sekunden zum Thema Finanzen, also Artikel 6 drin unterbunden. Alle, die dafür sind, bitte die Namenskarte in die Höhe. For this, please raise your signs high. Alle, die gegen sind? Ist dadurch angenommen. Uganda, durch die Initialisierung bitte.
I believe it would be most beneficial to just tell the other delegations what the Republic of Uganda and I believe other African countries would support in general. We want commitments in finance. You all know that. We are a developing nation. Uganda, in fact, is a least developed nation, so the thing we need above all is technology transfer, but seeing as we cannot discuss this at the moment, we need financing. So for all those points, Republic of Uganda favors the shells instead of the shoulds. Other than that, I believe that most of the points should be especially sub-point 6 is important to the African countries and will not be opposed by anyone as far as I can see. Und von niemandem widersprochen werden, Uganda. Soweit ich das weiß. Ist der Nigeria, bitte? Nigeria wants to support the statement made by Uganda and want to suggest to exclude the phrase in paragraph 5F, reduce international support for high emission investments, to exclude this phrase. Hinzuzufügen. Danke, Nigeria. Marshall Isles. Marshall Islands also supports the statement made by Uganda and wir unterstützen Uganda ebenfalls und sind auch für Danke, Marshall Inseln. Bolivien, bitte. Bolivia as well highly supports auch the Bolivien statement made unterstützt by das Statement from Uganda. Des Delegierten Ugandas. Für Bolivien ist es am wichtigsten, dass entwickelte Länder in den Finanzen eine Vorreiterrolle einnehmen. Bitte. Thank you, Honorable Chair. Vielen Dank. Germany also supports auch Deutschland statements made unterstützt by Uganda. We are definitely in favor statements of von Uganda. Wir sind also ebenfalls für die Sollte. Financial Deutschland unterstützt auch finanzielle Projekte. Just for the record, we are also one of the first countries which already paid into the Green Climate Fund with one of the first $1 billion. And we are also prepared to take the lead. Und dass wir bereit sind voranzugehen. Wenn es allerdings schon so viel gibt, was wir schon tun und was wir tun möchten, finden wir, dass es wichtig ist, dass wir auch andere Länder dazu bringen, mitzumachen. Wir sind alle im selben Boot und wir möchten auch andere Länder dazu bringen, Danke, unserem Beispiel zu folgen. Bitte. Australia also wants to state auch Australien möchte betonen, dass ein weltweites Problem mit weltweiten Bemühungen gelöst werden kann. Deswegen möchten wir einen verpflichtenden Vorschlag und sind ebenfalls für das Danke, Australien. Weitere Wortmeldungen? Brasilien, bitte. Buenos dias, Brasil quiere hablar Guten en español. Tag. Brasilien wird auf Deutsch sprechen. ¿Todos listos? Sind Bien. Alle fertig? Solo queremos repetir nuestra opinión. Estamos totalmente de acuerdo Wir con la opinión de dafür. Nuestro amigo boliviano. Und einverstanden mit den Deklarationen von Bolivien neben uns. También queremos Wir sind supportar la posición auch alemana. Dafür, was y nos vemos en la posición de seguir. Wir möchten so weiter, wir können so nicht weitermachen, wir sind Sin embargo, nos vemos en la posición de soportar todos los esfuerzos juntos. Wir müssen unsere Bemühungen gemeinsam machen. Países, a los otros países que no son tan Und wir möchten andere Länder no son tan Die Zeit ist aus. Bueno, vielen herzlichen Dank, die Zeit ist aus. Weitere Sprecher? Saudi-Arabien, ja. Saudi-Arabien. Thank you. Saudi Arabia would like Saudi-Arabien to state that möchte gerne we find in the article point 5F a little bit problematic. F because we think it would be better if we just stretch the part with reduce international support for high emission investments and instead just write down enhance international support for low emissions. Since we are a developing country, we feel obligated to point out that the reducing of high emission investments
only hurt the developing countries and Entwicklungsländer am meisten betroffen werden davon, wenn Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Wir können Öl und Oil and gas and an Erdgas Sie können, wie gesagt, den Satz vollenden. Das ist kein Problem. United States, bitte. Thank you. As Germany said, sure, we have to take the lead, the developed countries have to lead in things like finance, but we all, like we said yesterday, we all have responsibilities and we cannot hear it anymore if not the developing countries are just telling us we have to give them something and historical background and they are the good ones and we are the bad ones in historic reasons and so we want all the developing countries to come up with ideas and solutions, not just to argue about how bad situations they are. In was für einer schlimmen Situation sie sich befinden. Vielen Dank. Danke, Vereinigte Staaten. Deutschland, bitte. Germany would like to forward it, still needs a little bit more time. Thank you. Deutschland braucht noch etwas mehr Zeit. Weitere Sprecher? Indien, bitte. India has a proposal to make. India hat einen Vorschlag. I refer to option Wir beziehen uns auf Option 1, Artikel 6, Option 1. And point 4. We could write here, developed country parties should take the lead. Wir könnten hier sagen, and other countries with the capacity to do so. Andere so Länder, die in der Lage sind, das zu tun. Das wäre ein Kompromiss für Indien und ich hoffe, dass die anderen Vertragsparteien damit einverstanden sind. Danke, Indien. Dankeschön. Marshallinseln, bitte. The Marshall Islands would like to change it into developed country parties shall take the lead and parties with capacity to do so, including parties with economies in transition. Länder, die in der Lage sind und Transformationsländer ebenfalls. Bolivien, bitte. Bolivia highly welcomes Bolivien the changing begrüßt position of Bolivia and sees a good will for a good outcome. That's begrüßt okay. Diese Aussage und danke, Bolivien. Glaubt Brasilien, an eine bitte. Schnelle, gute Lösung. Brazil supports the Brazilian edition made by India. Indiens Vorschlag. We think we could, instead of saying developed country parties should take the lead, developed country parties shall take the lead and other parties in a position to do so. Und jene Länder, die in der Position sind, danke, zu helfen. Brasilien. Weitere Sprecher? Bitte Namenskarten in die Höhe. Uganda, ja. The Republic of Uganda respectfully asks Uganda clarification from the Federal Republic of Germany on why point 8 BIS is excluded from their draft. Nicht mehr im Entwurf enthalten ist. Danke, Uganda. Indien, bitte. Thank you. Dankeschön. India cannot accept Indian the term economies in transition in this paper. Die economies in transition nicht akzeptieren. Und möchte hier gerne Parties in transition und nicht Parties with capacity. Thank you. Danke, Indien. Weitere Sprecher? Deutschland? Bitte. Just a point of information. What would the exact difference be between countries in the position and countries with the capacity to do so? Ist denn der Unterschied so-and-so zwischen countries with the capacity und liegt immer an der Auslegungssache. Länder im Übergang. Ist also beides verschiedene Begriffe, die man verschieden auslegen kann, je nach Begründung, wie man es will. Frankreich, bitte. Je vais parler en français. La France et l'Union européenne veut clarifier pourquoi le point 8 bis a été exclu. C'était à cause d'un compromis avec la Russie et les États-Unis. Denn wegen einem Konflikt zwischen Russland und den USA. Danke, Frankreich. Weitere Sprecher? Bitte Namenskarte.
Karten in Höhe. Russland, bitte. 8bis was excluded in agreement with the US, not in conflict. And furthermore, we want to im Einverständnis mit den USA. Drop the line and point 7 Punkt 7 from the section auch nicht and mit also point 5F. Punkt 5 Thank F you. Sollte auch wegfallen. Danke, Russland. Brasilien, bitte. This time in English. Dieses Mal auf Englisch. Brazil cannot support wir möchten nur sagen, dass Brasilien Paragraph 5 ohne F nicht akzeptiert. Point 7. Des Weiteren können wir auch den Ausschluss von Punkt 7 Danke, Brasilien. Nicht akzeptieren. Australien, bitte. Yeah, we also support the statement auch Australien made by Russia, that, unterstützt Russlands 5F Vorschlag. 5F könnte ausgeschlossen werden und eben that we only leave the second sentence auch, enhance international support for low emissions and climate resilient investments nur den zweiten in there. Thank you. Satz Thank you, stehen Shelley. Lassen. Would the delegates please come to order? Könnten sich die Delegierten bitte wieder hinsetzen? Danke, Australien. Deutschland, bitte. Germany would like to have some clarification Deutschland on why ein bisschen mehr Klarheit points 5F and 7 5F should or can be excluded. Ausgeschlossen werden after all, oder ausgeschlossen up until now können. We've been talking about financing the different LDC countries when it comes to the Greenhouse Fund, to the Clean Climate Ländern Fund. Gesprochen, but this fund, even if we help the LDC countries in total, still make a really small amount of emissions. So when it comes to also, changing the finance on high emissions or für die when it comes to the pricing of greenhouse gases, as in point 7, this is the exact point where we can actually change more when it, to the emissions, because we're driving down the emissions instead of only enhancing green energy. So these are points that should stay if we actually want to make a difference. Danke, Deutschland. Marshallinseln. The chair would like to clarify. Der Vorsitz möchte Folgendes klarstellen. Put forward by Germany before. Just to clarify, position is a term that is more position fixed ist as etwas, capacity. Was, because if we're talking about capacity as a flexible term, capacity, because we are referring also Fähigkeit. To capacities as capacity, Fähigkeit in ist also capacity etwas building flexibleres. Processes. Hier geht es um so die please bear in mind that position is more of a fixed term position and etwas capacity bestimmteres. And, or capacities. Capacity, Kapazität wäre etwas Flexibleres, ein flexiblerer Ansatz. Marshall Islands, bitte. Marshall Islands, die Marshallinseln möchten auch einen Vorschlag für Artikel 6, Option 1.4 machen, aber wenn andere Länder weiter mit Punkt 7 oder Punkt 5, ich weiß nicht mehr, machen wollen, dann sollten diese vielleicht zuerst drankommen. Uganda, bitte. Uganda has just had talks with the People's Republic of China and the OPEC countries and both are in support of pricing of greenhouse gas emissions, seeing as, especially in China, this has been put forward already. Now, the African countries, this is a completely different thing. Pricing greenhouse gas emissions in the African countries would be a very dangerous development to our domestic economy. Thank you. Danke, Uganda. Brasilien, bitte. Brasilien wollte vorher. Okay, Brasilien will nicht. Deutschland, bitte. Germany can completely understand the worries as put forward by Uganda, Uganda and proposes if the pricing of greenhouse gas emissions excludes the LDCs, the least developed countries. Sollten zumindest für jene Länder, what do you guys think? ausgesetzt Danke, werden, die am wenigsten entwickelt sind. Was denken Sie? Russland, bitte. Нет. Нет. Nein. Danke, Russland. Weitere Wortmeldungen? Marshallinseln, bitte. Then the Marshall Islands want to suggest for Article 6, Option 1.4, developed country parties shall take the lead and parties with capacity to do so or with economies in transition, if that might be possible for everyone. Danke, Marshallinseln. Deutschland, bitte. Could you please restate the paragraph?
Okay, please marginalize. Article 6, Option 1, Article 6, Option 1, developed country parties shall take the lead and parties with capacity to do so or with economies in transition. With Danke, Marshallinson. Brasilien, bitte. Microphone, please. Mikrofon anschalten. Danke. Brazil opposes the opinion of Marshall Islands ist gegen die Meinung der Marshallinseln. Danke, Brasilien. Und Länder im Übergang sollen nicht inkludiert werden. The proposition of saying shall instead of should is okay for us. Sollen anstelle von Brazil. Sollten One last, geht für eine letzte Wortmeldung. Dann ist die Debatte zeitlich vorüber. Und wir gehen zurück zur generellen Sprechersliste. Or are there any points of motions on the floor? Gibt es Anträge? Bolivien, bitte. Bolivia sees that there are already bilateral negotiations going on between Uganda and Russia and Gespräche zwischen verschiedenen Ländern gibt. Would be happy to be included, so wäre gern auch dabei. Deshalb hätten wir gerne einen unmoderierten Ausschuss von 15 Minuten mit dem Thema Finanzierung. Geht es etwas spezifischer? Welche Punkte genau? Option 1, Article 4. Option 1, Artikel 4. Article 6, Artikel 6, 7. Artikel 7. Article 5, F. Artikel 5, F. Whatever, Paragraph, Article, ja. Bitte nochmal. Ich bin nicht ganz sicher. Article 6, Artikel 6, Paragraph 4, Artikel 6, 4, Paragraph, Artikel 6, 5, Paragraph 5, Point F. Unterpunkt F. Article 6, Artikel 6, Sub 7. Ja, yeah, that's it, thanks. Unterpunkt 7. Danke. Does the delegate wish to focus on, in this moderated caucus on one specific point in order to... Vielleicht sollten wir uns auf einen einzigen Punkt konzentrieren, damit wir dann auch gute Schlussfolgerungen und Ergebnisse aus dem unmoderierten Ausschuss entnehmen können. Dann schlage ich vor 10 Minuten für Artikel 6, Absatz 4. Danke. Andere Vorschläge? Uganda, war das? Bitte. Yes, the Republic of Uganda motions for an unmoderated caucus on subpoint 5, general speaking time of 15 minutes. Ausschuss von 15 Minuten yes, über Artikel 5. Danke. Danke, Uganda. Weitere Vorschläge? Russland, bitte. Russia proposes an unmoderated caucus of 10 minutes about Section 6.7 vor. Die Zeit, wie lange? 10 Minuten. Andere Vorschläge? 10 Minuten. Dann wäre erst zur Abstimmung der von, mit 15 Minuten von Uganda, weil er der längste wäre. Nigeria? Okay. Die Zeit wäre 15 Minuten zum Article 6 Finance, zum Unterpunkt 5. Bitte alle, die dafür sind, Namenskarten in die Höhe bitte. Merkbar in die Höhe bitte. Nigeria. All in favor, please raise your placards. All against. Thank you. One. Please against, all in favor. Nun alle nochmal, die dagegen All in favor, please raise your placards. Alle, die dafür sind, bitte heben Sie Ihre Schilder. Thank you. All Danke. Against, please raise Nun your placards. Nun alle, die dagegen placards. Sind, heben Sie bitte Ihre Schilder. Es wurde eindeutig dagegen entschieden. Gehen wir zum zweiten, wäre von Bolivien mit einer Zeit von 10 Minuten für Artikel 6 Unterpunkt 4. Alle, die dafür sind, Option 1 und dann Subpoint 4.
alle, die dafür sind. Danke, alle, die dagegen sind. Would it... Please, Germany. If I remember correctly, Bolivia actually Wenn ich mich a lot recht erinnere, ist es so, dass Bolivien like sehr viele verschiedene Absätze besprechen möchte, aber okay. So, der Großteil war dafür und wir begeben uns jetzt in einen Unrated Caucus von 10 Minuten zum Artikel 6, Option 1, Subpoint 4. Wir werden nun einen unmoderierten Ausschuss über 10 Minuten nur haben. Nur ein kleines Artikel Wort an die Besucherinnen Thema. Und Besucher. Ihr habt die Möglichkeit, bei diesen kleinen bilateralen Verhandlungen euch dazuzustellen, zu schauen, wie verhandelt wird, nur damit ihr nicht alle nur dort sitzen bleibt, und sondern ein bisschen was mitnehmt davon. Delegates. Delegierte. Please take your seat. Bitte nehmen Sie Ihren Sitzplatz ein. We will now move back into the general speakers list. Wir werden nun Any zur allgemeinen Rednerliste zurückkehren. Möchte sich jemand auf die allgemeine Rednerliste setzen lassen? Bitte heben Sie Ihr Schild jetzt. Deutschland. Nigeria. Nigeria. Uganda. Uganda. Any other delegates wishing Gibt es weitere Delegierte, die sich gerne auf die allgemeine Rednerliste setzen möchten? Move forward into the general speakers list. Da es niemanden gibt, werden wir weiterfahren mit der allgemeinen Rednerliste. Deutschland, Nigeria, dann Uganda. Deutschland, ich erteile Ihnen das Wort. Vielen Dank. Germany welcomes the Deutschland begrüßt incredibly dynamic talks die dynamischen that we have Diskussionen, had now in die the unmoderated caucus. Im unmoderierten Ausschuss But at the same time, Germany wants to remind Gleichzeitig all möchten wir alle Vertragsparteien daran erinnern, right now we are discussing wo wir the financing momentan stehen. Wir verhandeln die Finanzierung sector des grünen, approaches in different grünen LDCs. Finanzsektors. As we all know, In the big den am wenigsten entwickelten Ländern. Wir fokussieren uns jetzt auf die wenigsten entwickelten Länder. Das ist ein effectively combat climate change ein sehr that kleines Germany proposes Bild, das wir nun haben. Daher schlägt Deutschland vor, get this discussion to an end dass wir before diese lunch Diskussion break, so that nun after beenden, lunch break we can talk bevor, about other things bevor wir other than finance. So zum let's try to be as productive as possible and not Punkten stick übergehen. With, wir excuse my language, with ergebnisliefernde Resultate erzielen. Thank you Vielen for Dank. This bad language input. Please refer from using bad language during formal Und. Debate. Bitte Thank verwenden you. Sie keine Fluchwörter. Next on the general speakers list will be der nächste Nigeria, auf der Rednerliste ist Nigeria. Möchten sich andere Delegierte gerne auf die allgemeine Rednerliste setzen Seeing lassen? As none, da es Nigeria, niemanden gibt, erteile ich Nigeria das Wort. Thank you. Vielen Dank. Since the financial resources of the government of Nigeria are tight and have to be focused die finanziellen on Ressourcen our local von Nigeria konzentrieren sich darauf, die lokale Bevölkerung zu unterstützen. So I will leave now and abstain my vote. Thank you. Daher werde ich von meiner Wahl, von dieser Wahl zurücktreten und mich enthalten und uns enthalten. Thank you, Nigeria. Vielen Dank, Nigeria. Uganda, you will be having the floor. We'll highly Uganda, encourage the committee das Wort. To summarize Bitte fassen shortly Sie sich what has happened kurz und fassen during this Sie zusammen, debate was in dieser informellen Debatte sessions, besprochen wurde, so that an overview is presented to all nations dass wir, present. Dass Thank alle Länder Uganda, einen Überblick kriegen. Ich erteile Ihnen das Wort. Following the chair's recommendation, the Republic of Uganda would like to sum up what has Wir come of the discussions between Germany, Saudi Arabia, Uganda, Nigeria, China, Bolivia, Nigeria, the United States, and many more. Staaten und anderen Ländern Our stance on subpoint 4 is, countries in a position to do so, Wenn taking Länder into account sind, common but differentiated sie responsibility,
shall provide support to assist developing country parties with respect to both mitigation and adaption and others in a position to do so to complement such efforts. This has been forwarded to the chair as a draft signed by Nigeria, China, Bolivia, the United States and authored by Germany, Saudi Arabia and Uganda. Thank you. Thank you, Uganda. Any other delegates Dank Uganda gibt es weitere Delegierte, die gerne auf die allgemeine Rednerliste gesetzt werden möchten. Russia. Deutschland, Russland. China, you have to thank you. Ich möchte meine Unterschrift zurückziehen auf diesen Entwurf. Wir hielten bilaterale Gespräche mit Deutschland und kamen zu einem Resultat. Thank you, China. Vielen Dank, China. Sehr geehrte Delegierte, wir erinnern Sie daran, dass Sie sich nicht auf ich beziehen, sondern auf Ihr Land und auf den Namen der Delegation. Bolivien, möchten Sie gerne auf die allgemeine Rednerliste gesetzt werden? Oder ist das ein Informationspunkt? It is first in a Vielen Dank. Russia, you have the floor. Russland, ich erteile Ihnen das The Russian Federation is eager to learn about China's and Germany's outcome of the talks. Das Resultat von Deutschland und China hören. To suggest to, und wir möchten to drop gerne vorschlagen, the term differentiated responsibility. Dass wir Thank you. Dass wir das Wort Thank unterschiedliche you, Verantwortlichkeiten Germany fallen lassen. To be put on a general speakers list. Deutschland möchte gerne auf die allgemeine Rednerliste gesetzt werden. Next in the general speakers list is der nächste auf der allgemeinen Rednerliste ist Bolivien, danach Deutschland. Bolivien, ich erteile Ihnen das Wort. Wir möchten diesen Vorschlag von Russland unterstützen und wir möchten gerne das Resultat der Verhandlungen zwischen China und Deutschland hören. Vielen Dank. Vielen Dank an die Delegierten. Der Vorsitz möchte noch einmal daran erinnern, dass man sich nicht auf sich selbst beziehen soll. Deutschland. Wir möchten gerne klarstellen, talks with China did not conclude to any draft agreement dass es zu keinem Entwurfsresolution mit China kam. Die spezifischen Maßnahmen oder bilateralen Sanktionen sollten noch einmal besprochen werden mit den Ländern der Delegation. Es wäre zu früh, dies nun schon festzusetzen. Needs more time to follow with all these changes happening so rapidly. Um diese Veränderungen einzuarbeiten. Vielen Dank. Uganda, bitte. You want to be put in the general speaker Möchten Sie gerne auf die allgemeine Rednerliste gesetzt werden? I would like to ask if, ich möchte gerne any other draft fragen, has been handed ob, in by ob anyone. Es weitere Entwurfsresolutionen gibt. Is Germany and China, I believe, Deutschland, worked on a China, proposition. Haben Only Sie etwas abgegeben? The draft that has been, Nur der Entwurf, der schon vorhanden ist. Are any other points of information? Das weitere Informationspunkte? Russia. Russland. I just wanted to repeat my support for the noch einmal current wiederholen, draft, except for the mentioned phrase. Thank you. Dass wir diesen Entwurf unterstützen, nur nicht den einzelnen Satz. Saudi Arabia, then Uganda. Nicht. Saudi-Arabien. Thank you. Vielen Dank. We would just like to respond wir to möchten gerne Russia's suggestion. Auf den Vorschlag von Russland antworten und wir unterstützen die unterschiedlichen, das Wort unterschiedliche Verantwortlichkeiten nicht. The Republic of Uganda motions for a 5-minute unmoderated caucus to clarify what has been happening between Russia, Germany, Uganda, Saudi Arabia and Bolivia. Thank you. Was mit diesen Ländern geschehen ist. Vielen Dank. Thank you for this motion. We will Vielen Dank We will für diesen note Antrag. This motion, but we'll propose to, postpone the voting Wir werden on this die Wahl to a later später point. Durchführen. As of now, the Marshall Islands, Saudi Nun Arabia, haben die Marshallinseln, Saudi-Arabien, only the Marshall Islands and Germany nur die Marshallinseln und Deutschland sind auf der allgemeinen Rednerliste. Danach werden wir Marshall die Anträge Islands annehmen. Marshall Islands supports the proposal made by Uganda and Germany.
den Vorschlag von Uganda und Deutschland. Thank you, Germany. Vielen Dank, Deutschland. Thank you, Marshall Islands. Vielen Dank, Marshallinseln. Verzeihung. Germany would like to suggest möchte gerne further unmoderated caucuses to a minimum, as we only have half an hour to until lunch break. And as I've mentioned before, we would be greatly in favor of closing this chapter on finance, that we can talk about other more constructive measures in combating climate change after the lunch break. As of that, I would like to have a point of information to everyone involved. If there are any points in the draft other than four, which are extremely important to you, because otherwise we would close it so that we can continue with a different topic after lunch break. Sollen Sie die nun einreichen? Andererweise möchten wir andere Punkte ansprechen, die wichtig sind. Vielen Dank. Does Uganda wish to speak or möchte Uganda gerne das Wort ergreifen? Brazil? In reply to what the Federal Republic of Germany has said, I believe that wir möchten gerne eine Antwort auf Deutschland geben. Entschuldigung, Brasilien? Möchten Sie gerne auf die allgemeine Rednerliste gesetzt werden? Uganda, dann Brasilien, Frankreich. Wir möchten Sie ermutigen, dass, wenn Sie nicht übereinstimmen, dass Sie dies in die Verhandlung einbringen, welche Nationen need to approach each other to come to a consensus. Und den Konsens finden mit den verschiedenen Ländern. Uganda, die nächsten auf der allgemeinen Rednerliste sind Uganda, dann Deutschland. I believe we cannot close a chapter as important as finance. Wir können dieses Kapitel Finanzierung nicht abschließen, weil es sehr wichtig ist, vor allem Unterpunkt 8 ist sehr wichtig für alle afrikanischen Staaten, die wir repräsentieren. Und daher ist es nun wichtig, darüber zu verhandeln. Und es ist auch, wir sollen nun aber Option 1 abschließen. Und ich ermutige alle, dass Sie für diesem unmoderierten Ausschuss zustimmen, den ich vorher vorgeschlagen habe. Vielen Dank. Thank you, Delegate. Brazil. Vielen Dank, Delegiert. Thank you. Brasilien, Sie sind die Nächsten. Vielen Dank. Für uns ist Uganda and Saudi Arabia, dieser Vorschlag okay. von Deutschland, Uganda und Saudi-Arabien in Ordnung. Wir möchten gern über Artikel 6 Absatz 7 diskutieren, was den Handel von Treibhausgasen angeht. Wir haben mit Russland darüber gesprochen und wir möchten nun gerne hinzufügen, dass es um die Nettoemissionen geht von Treibhausgasen und wir möchten gerne die Meinungen der anderen Vertragsparteien hören. Vielen Dank. Thank you, Brazil. Vielen Dank, Brasilien. Frankreich sind die Nächsten auf der allgemeinen Rednerliste. La France veut une clarification de la Russie sur son opinion pour le terme de differentiated responsibility. S'il y a une possibilité d'avoir un compromis, peut-être, Responsabilitäten, gibt es hier Punkte? Das wäre wünschenswert, wenn das passieren würde. Thank you, France. Are there any other speakers who wish to be put on the general speaking list? Yes, Germany, you've been noticed. Any other speakers? India? Uganda? A moment, please. Just a moment, please. Germany, you have the floor. Germany would like to ask a point of information to Brazil and or the Russian Federation what differences the pricing of net emissions would bring. Thank you. Thank you, Delegate. Next in the general speakers list is India. Thank you. India wants to announce that it can agree with the draft that has been handed in, and it wants to remind the other parties that this is the farthest that India can go, so we have to put in there the word differentiated responsibilities, otherwise it's not acceptable. Thank you. Unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Andererseits wäre es nicht akzeptabel. There has already been handed in one unmoderated caucus by Uganda for 5 minutes. Es gab einen Antrag zu einem unmoderierten
Ausschuss über den Artikel 4 und den Vorschlag der Vertragsparteien. Wir ermutigen Sie, dass Sie mit einer Lösung des Paragraphen 4 erarbeiten. Und es gibt viele Vertragsparteien, die dem zustimmen. Und ein Konsens kann erreicht werden, was den Paragraphen 4 betrifft. Also bitte diskutieren Sie darüber. Gibt es weitere Anträge? Außer dem Antrag von Uganda. Da es keine gibt, werden wir darüber abstimmen. Über den unmoderierten Ausschuss, über mehr als fünf Minuten, über Artikel 4, Verzeihung, 6, Paragraph 4. Wer ist dafür? Thank you, delegates. All against. Wer ist dagegen? Thank you. With 14 in favor and 1 against, this motion passes. We are now in an unmoderated caucus for 5 minutes discussing paragraph 4 and coming to a consensus. Paragraph 4, und wir hoffen, dass wir einen Konsens erreichen. The time is over. Please come back to order, delegates. Zeit ist aus. Bitte kommen Sie wieder an Ihre Plätze zurück. Bitte beendet eure Diskussionen und bitte kommen Sie auf Ihre Plätze zurück. Russland, Bolivien, USA, bitte. Australien. Wir werden es mit der generellen Speaking List fortfahren. Haben wir noch einen? Uganda wird nachher fortfahren, aber möchte sich ein anderes Land noch auf die Speakers List setzen? Deutschland, ja. Andere Länder? Dann wird es Uganda, Bolivien, Deutschland, Australien, Brasilien, danke. Uganda, bitte. We were able to clear up differences between our states, and this is why the following countries are now in favor of my draft on position 4. Germany, Saudi Arabia, Uganda, Nigeria, Bolivia, the United States, Russia, Australia, and the European Union. I would also like to encourage the other parties to motion for an unmoderated caucus before the lunch break, so we can clear up a lot of the other differences that we have been able to clear up during this unmoderated caucus already. Thank you. Ausschuss. Danke, Uganda, haben, für das Bringen der Ergebnisse der Diskussion. Russland möchte auf die Speakers List gesetzt werden. Australien, Deutschland, bitte. Germany would be very eager to hear what came out on the bilateral talks concerning point 5F, the reducing international support for high emissions, and would also like to remind the parties that all the discussions that we've had now were always on a very small scale when it comes to reducing CO2 emissions. This paragraph is one of the few which could actually make a difference, and reducing international support for high emissions does not mean that investments are lost. It just means that the investments are shifted to enhancing support for low emission investments. So economies, because of that, wouldn't
lose as much as they would gain if we collectively reduce emissions. So keeping that in mind, I'm open for bilateral talks und ich bin deswegen and für would like to finally have different paragraphs where we could actually do something about emissions. In denen wir über Emissionen sprechen. Danke. Danke, Deutschland. Australien, bitte. Yeah, we just want to state that we support the draft that was handed in by Uganda and den Vorschlag von we Uganda understand the EU ausdrücken. And want 5F in the draft that will be handed out and we also don't have a problem with wir haben kein Problem mit Paragraph 6 und 7. Vielen Dank. Danke, Australien. Der Chair möchte gerne ein Stimmungsbild über Paragraph 4 haben. Also was derweil, wenn wir theoretisch in für Konsens stimmen würden jetzt, was die Abstimmung wäre. Also Länder, die dafür sind, also denen es jetzt passen würde, bitte die Namenskarten in die Höhe, die damit einverstanden sind mit dem derzeitigen Wording. Bitte, okay, was Sie. Also vor dem, was gerade am Display ist. Danke, Stimmen dagegen. Also, wenn wir das so lassen würden, ist das also in Ordnung. Sehr gut. Aber Russland war dafür. I would like to clarify that the agreement upon this paragraph eine was Übereinstimmung für diesen Paragraphen wurde in combination with the discussion zusammen about other mit den Diskussionen the, von über andere so we shouldn't leave that out zu sechs besprochen. Das sollten wir nicht vergessen. Vielen Dank. Uganda want to be set on the speaker's list? We'll ask for motions. Möchte Uganda auf die Rednerliste gesetzt werden? Haben Sie Anträge? That, no talk about paragraph four will wir be werden also necessary. Nicht weiter zu Paragraph 4 sprechen. So with this, we will vote on the entire wir werden dann den gesamten Artikel später abstimmen. Brasilien, bitte. Please use a microphone. You would be next on the speakers list. Sie sind der Nächste auf der Rednerliste. Well then, thank you. Danke. We just wanted to state that we are very pleased that we finally sagen, found dass a wir uns common freuen, agreement. Dass wir einen gemeinsamen Beschluss haben. And as Russia already mentioned, that this agreement has wie been found Russland schon gesagt hat, in the frame dieses of other talks. Diese Übereinstimmung such as an andere the talk on paragraph Gespräche 7, geknüpft, wie zum Beispiel we hope Paragraph that we've, 7. We've come to some kind of understanding wir haben with uns mit Deutschland und den EU-Ländern we explained ausgemacht. That Russia and Brazil would like wir haben gesagt, dass Russland und Brasilien to rephrase paragraph 7 gerne Paragraph 7 in order to verändern to be möchten, able to have consensus on um uns Article 6 in general. Für Artikel zu Artikel 6 insgesamt in zu einem Konsens zu finden. Artikel 8, no, Paragraph 8, mentioned by Paragraph 8, Uganda, I think, wie es von Arabia. Uganda oder Saudi-Arabien erwähnt wurde. We see big potential on further hier discussions sehen wir, dass es weitere Diskussionen whether geben to include sollte, or to exclude the subparagraphs of Paragraph die Unterparagraphen von 8 we think that we einfügen have, would have to postpone that after lunch wir werden das wahrscheinlich nach dem Mittagessen besprechen sollen. Thank you, Brazil. Vielen Dank, Brasilien. Möchte sich ein weiteres Land auf die Speakers List setzen? Dann wäre es uns nächstes Russland. I already stated what I wanted to ich say. Habe schon gesagt, was ich sagen wollte. Was wir sagen wollten. Okay, danke. Weitere Sprecher für die General Speakers List? Sonst gibt es Vorschläge für Debatten? Also Moderated Caucus. Uganda, bitte. I still see potential for discussions before lunch break that we could then continue in lunch break if necessary. So the Republic of Uganda motions for an unmoderated caucus of the for the duration of say 15 minutes on
paragraphs 5, zu den Paragraphen A through fünf, F, A bis paragraphs F, 6, 7, Paragraph 6, 8, 7, 8, and whether to include the subpoints of 8. Uganda, the chair would favor and moderate caucus before lunch. You have heard me, thank you. Der Vorsitz würde eine moderierte Debatte vorziehen. Gibt es Anträge? German. Deutschland? Germany would also favor a moderated caucus. Deutschland wäre auch für eine moderierte Debatte für die Paragraphen 5 bis 8. But specify 5F. Besonders 5F. Paragraph 5F. Paragraph 6. Paragraph 6 und 7, so that we can be as constructive as possible, dass wir so konstruktiv wie möglich sein können und nicht zu detailliert werden. What was the time? Und damit wir etwas bewegen können. Mm. Welche Zeit? How about 10 minutes, so that we can have 10, an unmoderated Minuten, caucus of 5 dass minutes wir danach at the noch 5 Minuten unmoderierte Debatte haben könnten? Wäre das in Ordnung? No. Okay, never mind. Then let's do a moderated caucus of 15 minutes with an individual Nein, speaking time of 30 seconds. 15 Minuten mit 30 Sekunden Sprecherzeit. Danke. Gibt es weitere Anträge? Russia, please. Russland. We as Russia, we just want to clarify Russland if there are any voices against möchte the fragen, ob es Stimmen gegen die Änderung von Paragraph 7, Artikel 7 gibt, ob Gasemissionen durch Nettogasemissionen ersetzt werden sollten. Gibt es Stimmen dagegen? We only wanna have, Article 4 wir like möchten this, Artikel 4 nur so haben, wenn okay Artikel 7 so verändert werden kann und alle damit einverstanden sind. Can you hand in the document? So können Sie ein moderated Dokument? About, wir schlagen einen moderierten, eine moderierte Debatte zu Punkt 5, 7 vor. 5 Minuten, um zu klären, ob Nettogasemissionen eine machbare Lösung für alle wären. Danke. Könnten Sie die individuelle Redezeit festlegen? 30 Sekunden. And, could Germany also könnte Deutschland the nochmal time because the die chair individuelle 30 seconds Rednerzeit to festlegen, short da 30 Sekunden für den Vorsitz zu kurz sind? Would 45 seconds be wären 45 Sekunden yes, in Ordnung? Thank you. Ja, vielen Dank. Are there any more Saudi Arabia? Gibt es weitere Saudi-Arabien? We would like to propose vielen Dank. Wir möchten eine moderierte Debatte von 10 Minuten vorschlagen zu Paragraph 8, da wir finden, dass die anderen Paragraphen genug besprochen wurden. Sprecherzeit 45 Sekunden. Vielen Dank. Are there any more motions? Gibt es weitere Anträge? Thank you. Vielen Dank. We'll first vote on the moderated caucus zur moderierten Debatte abstimmen, die von Deutschland vorgeschlagen wurde zum Thema 5F, Paragraph 6, Paragraph 7 und Paragraph 5F with a duration of 15 minutes and mit einer Dauer von 15 Minuten und 45 Sekunden individuelle Sprecherzeit. Der Vorsitz wird keine weitere unmoderierte Debatte mehr zulassen, da es die Debatte zu sehr stören würde. I protest. Ich protestiere. With your vote against. Mit Ihrer Stimme dagegen können Sie das tun. The motion for a moderated caucus on the topic Vorschlag of 5F. Zu einer moderierten Debatte für 5F, 6 und 7 mit 15 Minuten Zeit, individuelle Redezeit, 45 Sekunden. All in favor of this motion proposed by Germany, please raise your placards high. Thank you, delegates. Vielen All Dank. Against this motion. Wer ist dagegen? Please raise your placards high. Passes with 8 in favor and 7 against. This motion passes. 8 dafür, 7 dagegen. Dieser Antrag wird angenommen. Wir reden jetzt 15 Minuten zu den Themen
5F, 6 und 7. Und es gibt eine individuelle Redezeit von 45 Sekunden. Deutschland, Sie haben den Antrag vorgebracht und können zuerst das Wort ergreifen. Thank you, Honorable Chair. Danke, Herr Vorsitzender. Die moderierte Debatte wird 15 Minuten dauern. Wir hoffen dennoch, dass wir vorher fertig sind, um noch über andere Paragraphen zu sprechen. Approves of Deutschland proposition made by Brazil and the Russian Federation Vorschlag von Brasilien und Russland zu net greenhouse emissions dies zu netto Gasemissionen. Our most important focus would be on paragraph 5.f on the high emissions reducing international support for high emissions as we find this is one of the most important aspects. Dies für uns einer der wichtigsten Aspekte. I would like to hear your opinion about it. Würde gerne wissen, was Sie denken. Vielen Dank. Thank you, Germany. Any other speakers wishing to speak upon this topic? Sonst noch jemand das Wort ergreifen? Brazil, you have the floor. Brasilien. We want to thank Germany for Wir möchten Deutschland für die Unterstützung zu Artikel 6, Paragraph 7. Und die anderen Staaten fragen, ob jemand etwas noch sagen möchte oder etwas gegen die Neuformulierung hat. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung Australien. Just wanted to state the same question Wir wollten dieselbe Frage stellen wie Brasilien. Thank you, Delegate. Is there any other speaker wishing to speak? Möchte noch jemand das Wort ergreifen? Marshallinseln. We also support the change wir sind auch für die Änderung auf Nettoemissionen und wir möchten auch everybody shall of should have shall ausbessern. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas sagen? Brasilien, dann Australien. Marshall Inseln, könnten Sie bitte noch einmal sagen, was Sie gesagt haben, nachdem Sie uns Ihre Unterstützung für unseren Vorschlag ausgedrückt haben? Will Australia grant this short group grazing? Wird Australien dies zulassen? Natürlich. We would also change Wir every möchten should into the shell. Jedes should in ein Shell umwandeln. Thank you, Delegate. Dankeschön. Australia, Australien. Australia just wants to state that Australien changing möchte all the sagen, into dass shells, alle should in Shells is not of zu great wechseln, importance ist since, nicht the besonders wichtig, be framework and da respect, dieses Abkommen ein Rahmenabkommen ist, das die nationalen Situationen mit einbezieht. Thank you, Australia, for making that point. Danke, Australien. Uganda? After that, Marshall Islands. Dann Marshall Islands. I support Australia's statement. Every Wir shell or stimmen should Australien should zu. Be reviewed individually. Wir sollten jede Shell-Should-Entscheidung einzeln treffen. Danke, Marshallinseln. We also respect the national circumstances as we Wir respektieren have die nationalen Situationen. Da wir einen Konsens zu Paragraph 4 mit den gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortungen schon haben. Thank you. Vielen Dank. Any other delegates wishing Gibt to speak? Es weitere Delegierte, die das Wort ergreifen möchten? If no other delegates wish to speak, Wenn nicht, ist diese moderierte Uganda. Debatte zu Ende. Uganda? I would like to talk on point 8. Ich möchte gerne zu Punkt 8. It is of profound importance to the African group. Es ist für die afrikanische Gruppe sehr wichtig. 100 billion US dollars per year from 2020 not be taken out of the agreement. Nicht aus dem Dokument Thank ausgeschlossen you, werden. As this moderated Danke, Uganda. Caucus is, diese moderierte Debatte tackling befasst sich mit Paragraph 5F, 6 und 7. Deswegen werden Diskussionen zu Punkt 8 vielleicht erst später Thank besprochen. You, Vielen Dank. Any other delegates wishing to speak? Möchte sonst noch ein Delegierter das Wort ergreifen? Saudi-Arabien. Saudi-Arabien kann Punkt 7 zustimmen, wenn wir es durch Netto-Gasemissionen auswechseln, aber wir können nicht den Paragraph 5 zustimmen, so wie er vorgeschlagen wurde. Vielen Dank. Germany, France, then Australia. Deutschland, France, Germany, then Australia. Frankreich, Deutschland, dann Australien. I will speak in French.
L'Union européenne veut savoir qui est contre 5F. Merci. Could you please state your statement again as the translation? L'Union européenne veut savoir qui est contre 5F. Will wissen, wer gegen den Punkt 5F ist. Thank you, delegate. Germany, then Australia, Bolivia and Uganda. Germany would like to second the question of France. It would be interesting to see who in general would like to take out the reducing of high-emission investment. And also, if so, please state why so that we can come to a productive consensus. As you all know, we believe it is a very, very important point. Thank you, delegate. Vielen Dank. Next up, Australia. Australia just wants to state that regarding paragraph 6, we would include Shell here, since we already stated that future resources from the Green Climate Fund will be focused on very endangered countries like the LDCs and the SIDs in future. We highly support that. And just want to speak out. Please encourage the nations, if there's any nation, to speak out against the sub 15F, just as Germany just asked for. Thank you. 5F ist, thank you, so wie es Deutschland gerade gesagt hat. Before we continue with any speakers, we just want to note that the parties present, that so far nobody has, no delegation has voiced their position against position the net pricing of greenhouse gas. Of greenhouse we would gas like to encourage all delegates to specify whether paragraph 7 should be shall, should, sagen, or another shall, should, oder vielleicht ein anderes proposition, Wort enthalten sollte. Just so we can cross this damit wir das abschließen können. Yes. While we're already at the midst of talking, Germany is taking notes Deutschland on notiert the different das, topics so that we can find, so that we can damit give this in as a draft. So far in the draft that we are writing together now, also wir schreiben diesen Entwurf jetzt zusammen und jetzt the net scheint gas, es so, has already included the net gas emissions. Net gas and since nobody has voiced anything against it, drin behält. We would hand it in. But of course, und only, wir würden the, things, Entwurf so only abgeben. The including the voices that did not have any contra arguments or contra voices. Thank aber you. Nur natürlich, wenn es keine Gegenstimmen thank you, gibt. Delegate. We just wanted to direct the vielen Dank. Debate wir wollten nur die Diskussion in die Shall und Should Richtung lenken, denn das ist der einzige Punkt, der noch übrig ist im Paragraph 7 und zur Diskussion offensteht. Wir machen nun weiter, Brasilien. Gibt es andere Delegierte, die sprechen möchten? Australien, Brasilien. Bolivia ist next. Bolivien. 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 You ich teile Ihnen das Wort. Very well. Next in line. Sie möchten nicht das Wort ergreifen? Uganda. Dann ist Uganda dran. The Republic of Uganda will not support any version wir of 5F that reads as follows. Parties should reduce international support for high emission and maladaptive investments. Wir unterstützen thank den Punkt 5F, so wie er vorgeschlagen next wurde, speaking nicht. Is Russia. Russland. The Russian Federation wants to remind the international Russland parties of its difficult geographical situation. Some regions of Russia aren't being possibly supplied by renewable energies and we depend partly on those carbon-based energy sources. So for that reason, we want the freedom to invest in sources of energy we think best of our country. Thank you, Russia. Vielen Dank, Russland. Next on the speakers list is Brazil. Brasilien. After that, Australia, Germany, dann Australien, followed by Uganda. Deutschland und Uganda. Thank you, Honorable Chair.
Concerning paragraph 7, bezüglich Paragraph 7, Brazil would clearly prefer shall bevorzugen wir instead of shall should or another word. However, we see the importance of other discussions, aber ich denke, so we would propose not to discuss wichtiger sind. Ich denke also, whether we use shall or should, since Australia has already mentioned it doesn't matter too much. Es ist nicht von so großer Just Bedeutung. Just remind the delegates here, a shall is a ich möchte daran erinnern, dass shall eine Wortwahl ist, die rechtlich bindend ist. Should wäre flexibler. Das möchte ich nur noch mal klarstellen. Shall is legally binding, shall should is ist rechtlich bindend, should wäre das nicht. So it makes a difference. Also macht es einen Unterschied. Next in the speaking list is Australia. Australien. In Germany. Yeah, for ja, Australien. Paragraph 7, we emphasize Absatz the shall, 7. Since we are for legally binding framework, any countries that da wir für ein rechtlich bindendes Abkommen sind. Speak out. Alle Länder, die dagegen sind, sollen das bitte jetzt äußern. Thank you, Australia. Vielen Next Dank, Australien. Germany. Deutschland. We would like to take your attention to point 5F and also to the Russian Federation. I would like to stress that in the paragraph it says parties should reduce international support for high emissions. So that means if das bedeutet, here's no shell. If hier kein for your country gibt, carbon investments das heißt, are still Sie important, in Kohle investieren then möchten, it's still a should, it's not dann a shell. Wäre es ein and should für apart Sie from kein that, shell. Of course we understand nebenbei that verstehen wir natürlich investments Ihre Position, in one's own country are an important topic und dass or Investitionen decisions. Ein sehr wichtiges but at the same sind. Time, what would be the best for the international community? We need to find agreements on how we can reduce our carbon emissions. Wie wir die and reducing investment is part of that. Thank you. Thank you, Delegate. Investitionen Next sind natürlich ein wichtiger Teil. List is Uganda, Uganda, followed by Saudi Arabia. Dann Saudi-Arabien. Any other delegates wishing to speak? Gibt es weitere Delegierte, die sprechen möchten? Uganda, ich erteile Ihnen das Wort. I support Russia's statement that has been made prior to the Federal Republic of Germany's statement. We too have areas of our country that are not accessible by renewable energy and we need, we must invest in fossil fuels. In fossile Brennstoffe investieren. Danke. I would take that as an insult, Germany. Das war eine Beleidigung. Thank you, Delegate. Next in the speaker's list is Saudi Arabia. Als nächstes ist Saudi-Arabien dran. Germany. Thank you. We would like Danke. To stress the fact that Saudi Arabia won't sign this contract if we put parties should reduce international support should in it. Furthermore, we would like at point 7 to phrase it parties should implement. Hätten wir gerne improve. Parties should Thank implement you. Anstelle des shells. Thank you, Delegate. Vielen Next Dank. Speaker's list is Russia. Russland. Russia wants to emphasize that if Russland it's if Russia folgendes, is signing an international contract, we Vertrag agree with the contents. And if we don't agree with the contents, and wir mit dem Inhalt einverstanden. We wouldn't Wenn put wir us mit dem Inhalt nicht einverstanden you can't wären, take Russia's words for granted. Thank you. Sie können das nicht einfach als selbstverständlich Thank an- you, Russia. Ersehen. Next speaker is Danke. Germany. Deutschland. Are there any speakers wishing to be Gibt es weitere Delegierte? Indien, Frankreich. Germany, you have the floor. There are multiple points that I would like es gibt to, viele Punkte, address die ich now. Ansprechen möchte. First of all, Germany would not have imagined to hear the sentence we must invest in fossil fuels on a climate conference. Den, Satz, wir müssen in fossile Just Brennstoffe to clarify. Investieren. Concerning the statement made by Saudi Arabia on point 7, und der we Punkt would like to Saudi-Arabien, like stress that it says implement and improve where necessary improve the pricing of net greenhouse emissions. So that the where necessary is already necessary making the whole statement a little bit lighter. Das, so including a should also as well would make the also whole statement extremely haben, würde dazu vague. Führen, dass es sehr so vage a shall wäre. Would be appropriate. Shall wäre Thank hier you. Also passend. Thank Danke. You, Delegate. The last three speakers in this moderated caucus Die letzten drei will be Germany, Sprecher sind Deutschland, India and France. Indien und Frankreich. As we are approaching da 12:30 and the lunch break is der Mittagspause soon to come, nähern. We will entertain two more speakers after those three.
und es gibt danach nur noch Uganda. Die Möglichkeit für zwei Sprecher. Uganda. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Ja, benoten. Next one is jetzt India. Erteile ich Indien das Wort. India also poses India ist on the sentence 5F. Den Satz the party should reduce international support for high emission investments. The party should reduce because international support for high the transition to green energy economy that takes time and resources. Natürlich and braucht we need das, this financing Zeit, and not to stop right now immediately in order to make this transition, otherwise it's not possible. Das, and funktioniert sonst referring nicht. To sentence 7, und India is okay sieben? With Shell. Shell ist für uns hier in Ordnung. Thank you, India. Next in the speaking list is France. Frankreich. To have this point clearly stated, I want to talk in English ich now. Möchte I want auf Englisch to mention sprechen. That this point is about international sagen, support for high emission, um so that support it high emission. Doesn't have to include das heißt, supporting your own national high emission programs. Unbedingt. Maybe we can come to an agreement. Die nationalen have this in mind. Programme besprechen. Und das sollten wir auf jeden Fall you, im Hinterkopf behalten. Next in the speaking list is Uganda, vielen Dank, by Saudi Uganda. Arabia. Und dann Saudi-Arabien. I would like to remind the Federal möchte, Republic of Germany that not every country erinnern, has the resources to act as the world's green conscience. Hat das grüne Bewusstsein der Erde zu sein. Thank you. Last speaker in this vielen Dank. Moderated caucus, unser letzter Sprecher ist Saudi-Arabien. Thank you very much for your input, Germany. Vielen Dank, Deutschland. We can live with the phrasing of Shell at point 7, but you cannot leben, live with 5F nicht to 5F say reduce international support. But das reduce international support thank you. Inkludieren. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Okay. In general, to state an overview of point 7, allgemein, the most of the parties have expressed Punkt that zu Punkt 7. They're, just to summarize, parties should parties implement should or and implement improve, and where, improve necessary, where necessary. Shall? Shall? Okay. Shall. Verzeihung. Improve. Parties shall improve. Parties where shall necessary. Implement and improve. Where necessary, the net pricing, the net of, green pricing of greenhouse gas, gas emissions. Emissions. After returning from lunch break, we would nach like der Mittagspause to have a consensus on this werden wir hoffentlich einen Konsens paragraph, finden. As seeing that Uganda has already left, da this will not Uganda be up schon for gegangen ist, decision now. So werden we will wir not das nun jetzt nicht entscheiden. The chair asks for to be excused. Der Vorsitz bittet um Verzeihung. Parties shall implement parties and improve where necessary the pricing of greenhouse gas net emissions. So this is just to summarize point das 7. Ist also nur eine we're looking für forward Punkt to sieben. Reach a consensus on point 5 wir freuen uns auf einen Konsens in Hinblick and auf 6. Punkt during lunch break, sechs. You may use während der Mittagspause nutzen Sie bitte this time to die Zeit, further engage in bilateral um weiter zu diskutieren und negotiations bilaterale and Gespräche zu führen. Feasible ich hoffe, Sie finden solutions. Machbare Lösungen. Thank you. Vielen Dank.